1963. Meinst du, die Russen wollen Krieg? Meinst du, die Russen wollen Krieg? Befrag die Stille, die da schwieg, im weiten Feld, im Pappelhain. Befrag die Birken an dem Rhein, dort, wo er liegt in seinem Grab. Den russischen Soldaten frag, sein Sohn dir drauf die Antwort gibt. Meinst du, die Russen wollen Krieg? Meinst du, die Russen wollen Krieg? Nicht nur fürs eigene Vaterland fiel der Soldat in Weltenbrand. Nein, dass auf Erden jeder Mann in Ruhe schlafen gehen kann. Holt euch bei jenem Kämpferrat, der siegend an die Elbe trat, was tief in unserem Herzen blieb. Meinst du, die Russen wollen Krieg? Der Kampf hat uns nicht schwach gesehen, doch nie mehr, nie mehr möge es geschehen, dass Menschenblut so rot und heiß der bitteren Erde wert zum Preis. Frag Mütter, die seit damals grau, befrag doch bitte meine Frau. Die Antwort in der Frage liegt: Meinst du, die Russen wollen Krieg? Es weiß, wer schmiedet und wer webt. Es weiß, wer ackert und wer sät. Ein jedes Volk die Wahrheit sieht. Meinst du, die Russen wollen Krieg? Meinst du, die Russen wollen Krieg? Meinst du, die Russen wollen Krieg? Evgeny Jevtuschenko, 1961. Einen wunderschönen guten Tag, Politikinteressierte, ich grüße euch. Ich habe eigentlich gar keine Zeit, überhaupt nicht. Aber ein ganz kurzes Update. Ein paar Informationen, die ich eigentlich dringend mit euch teilen wollte in Bezug auf den Krieg Russland gegen die Ukraine. Denkt dran, es geht nach wie vor nicht darum, in irgendeiner Art und Weise diesen Krieg zu rechtfertigen. Putin ist ein Kriegstreiber, weil er nun mal offensiv die Ukraine angreift. Es ist eine Invasion. Das mit Vernichtungskrieg oder sowas, das teile ich nicht. Ich denke, das ist Teil der Kriegspropaganda, aber zumindest ist es ein Verbrechen. Denn da sterben nun mal Leute in der Ukraine, es sterben letztendlich Menschen auf beiden Seiten. Das wird natürlich von unserer Presse gar nicht thematisiert, weil sowas wie Mitleid mit den Russen oder sowas, das kommt natürlich gar nicht in die Tüte. Darum geht's mir ja vor allem, es gibt eigentlich gar keine Guten. Ja, weder Zelensky ist gut, noch ist Putin gut, wir schon mal überhaupt gar nicht, die sich gerade aktiv einmischen und hier Waffen liefern und Geld um den Krieg noch in die Länge ziehen. Die Amerikaner, ich denke, dazu muss ich überhaupt gar nichts sagen. Die haben so viele Leute umgebracht, da kommt Putin 100 Jahren nicht ran. Deshalb rede ich ja mit euch, deshalb mache ich diese Videos, weil wir erleben ja im Moment gerade an Propaganda. Eigentlich hätten wir daraus lernen müssen, aus 33 bis 45. Muss ich Geschichte wiederholen, aus Gründen auch immer. Ja, hier habe ich gerade NTV. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, aber ich habe gerade nochmal News gelesen. Ja, wollte nochmal mich selbst auf den neuesten Stand bringen, bevor ich jetzt hier ein ganz, ganz schnelles Update liefere. Wahrscheinlich wird es viel zu lang. Und lese ich gerade hier nur im Newsfeed, ja, Zitat. Ihr wisst ja, es ist total seriös, Zitate als Überschrift zu verwenden, weil da kann man nicht schreiben, was man möchte. Es wirkt erstmal wie eine journalistische, recherchierte Arbeit, aber in Wirklichkeit ist das nur die Meinung einer Einzelperson, die hier in der Presse als Titelüberschrift, welche ja sehr zusammenfassend wirkt, nichts zu suchen hat. Aber NTV ist sich dafür natürlich nicht zu schade und deshalb auch dementsprechend hier ein hetzerischer Titel, der da heißt Gänsefüßchen, vernichtende Bilanz, CDU-Politiker, Doppelpunkt, Ukraine sieht Scholz als Trickser und Täuscher. Also hier ein Angriff auf Scholz durch NTV, alles recht geschickt gemacht, eben nur durch Zitate, indem man hier einfach die Meinung von Einzelpersonen reinnimmt, die gerade die eigene Agenda unterstützt. Natürlich gibt es auch immer Meinung anderer, aber die finden dann eben zum Beispiel bei NTV oder bei anderen sogenannten Zeitungen, werden die dann eben nicht abgedruckt. Eine Meinung, die zum Beispiel das Ganze viel nüchterner betrachtet oder die für sich für Diplomatie ausspricht, diese Meinungen passen eben nicht in die Agenda.
Und das ist eine ganz interessante Form der Kriegspropaganda, weil hier nicht aktiv gelogen wird. Es wird einfach nur die eine Meinung ausgelassen, die andere wird abgedruckt. Ihr habt vielleicht auch gelesen, dass neben RT Deutschen und auch andere russische Sender verboten werden sollen, weil wir ja schließlich in einer Demokratie leben und eine Demokratie ist ja sowas wie Zensur und die Einschränkung von Pressefreiheit ist ja normal, nicht wahr? Klar. Ist überhaupt gar nicht Nordkorea, soll jetzt aber auch durchgezogen werden. YouTube bzw. andere soziale Medien haben ja schon russische Quellen, das ist vollkommen egal welche, wurden da ja schon gesperrt. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass sind US-amerikanische Unternehmen, dass sie als allererstes anfangen, russische Medien zu sperren, beziehungsweise jegliche russische Quellen zu sperren. Naja, wir reden von den USA. Wenn wir mal bedenken, was die so auf den Kerbholz haben, wie gesagt, da ist ja Russland und ganz ehrlich, da ist auch selbst China, das ist ja alles nochmal ein Witz dagegen. Wenn man bedenkt, was so in den USA abgeht, gerade die ganzen Gesetze nach 9-11, da sollte man sich wirklich mal so ein bisschen erkundigen. Heute habe ich noch gelesen, da müsste das aber recherchieren. Ich habe leider so wenig Zeit. Ich muss halt mal ganz schnell schauen, dass ich die wichtigsten Quellen euch unten in der Videobeschreibung verlinke, dass ihr das da ein bisschen nachrecherchieren könnt. Wie gesagt, ich habe leider überhaupt keine Zeit, aber es ist eben so viel passiert. Und dann würde ich mit euch drüber reden. Die Ukraine will ja der EU beitreten. Warum dürfte klar sein, damit Russland dann ganz offiziell eben nicht einen Krieg gegen die Ukraine führt, sondern damit Russland dann ganz offiziell einen Krieg gegen ein EU-Mitglied führt. Und das macht sich halt gut in den Zeitungen. Russland führt Krieg gegen die EU. Das Problem ist ja bisher, dass wir mit der Ukraine überhaupt gar nichts zu tun haben. Wir liefern denen zwar Waffen, wir liefern denen Geld, aber es gibt dafür eigentlich gar keine Basis. Es gibt keine direkten Bündnisse, es gibt keine Verteidigungspflicht. Die Ukraine wird ja auch nicht für Deutschland einstehen, eben gerade, weil es dafür ja gar keinen Anlass gibt. Die Ukraine und Deutschland sind auch nicht Teil eines gemeinsamen Bündnisses. Da ist im Prinzip überhaupt gar nichts. Woher jetzt unsere plötzliche Motivation kommt, hier ein Land zu verteidigen, das von den anderen überfallen wird, da sollte man recherchieren. Da würde ich auch zum Beispiel NTV oder T-Online oder natürlich Springerpresse, Bild und Welt sowie einige andere Zeitungen doch mal bitten, da zu recherchieren, warum jetzt plötzlich anfangen, ein Land hier mit Waffen zu beliefern, was ja de facto nur den Krieg verlängert. Die Ukraine kann nicht gewinnen gegen Russland, sieht auch nicht danach aus, die Russen erobern gerade den gesamten Osten, ein Fünftel ist schon in russischer Hand. Das wird in unseren Medien anders dargestellt, man liest ständig von massiven Verlusten. Die Russen haben so massive Verluste, es wundert mich, dass eigentlich da überhaupt noch irgendein Russe noch kämpfen kann, aber dass Medienberichte der Realität widersprechen, das ist ja im Moment eben Teil dieser Kriegspropaganda. Und jetzt soll eben die Ukraine Teil der EU werden. Aus meiner Sicht ja auch bloß ein weiterer Schritt in Richtung Kriegspropaganda, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen, weil man eben hier einen stärkeren Hebel hätte. Nun, das ist eigentlich ganz interessant, da war jetzt von der Leyen Berateraffäre, gelöschte Handys und Gurchfock 100 Millionen plus versenkt. Also die von der Leyen, die war jetzt in Kiew gewesen und da ging es eben um EU-Beitrittsgespräche. Da war ich sehr überrascht, dass ich dann gelesen habe, ja, die Ukraine, die müsste doch, das war so unter anderem, ja, um den Demokratisierungsprozess zu beschleunigen, wo ich mir dann dachte, ach, okay, unsere Zeitungen, die tun ja so bisher, als wäre die Ukraine eine lupenreine Demokratie. Also um den Demokratisierungsprozess zu beschleunigen, müsste die Ukraine was gegen die Korruption tun. Ohohoho. Kritik in Zeiten des Krieges. Also Zelensky wird ja seit Kriegsbeginn eigentlich auch schon vorher ja als der ultimative Held, als der Volksheld aufgebaut, Freunde. Das ist er aber überhaupt gar nicht. Das mit der Korruption in der Ukraine, das wurde auch schon letztes Jahr, also vor dem Krieg angesprochen, von der EU, dass die massive Korruption in der ukrainischen Regierung den Demokratisierungsprozess hier im Wege steht. Aber das wird nicht thematisiert. Im Gegenteil, es wird unseren Medien und auch von unserer Politik, vor allem von den Grünen und von der FDP, aktiv unter den Tisch gekehrt. Ich denke, Scholz weiß das irgendwo, dass es da echt krasse Probleme gibt. Ich denke, Scholz weiß auch, dass die Amerikaner höchstwahrscheinlich die Finger mit im Spiel haben und sperrt sich ja so ein bisschen. Sicherlich werden auch wirtschaftliche Interessen damit reinspielen, weil ja die ganzen Sanktionen gegen Russland im Moment, wir sind abhängig von Rohstoffimporten und Russland hat uns bisher sehr zuverlässig seit Jahrzehnten mit günstigen Rohstoffen versorgt. Und da fährt jetzt unsere Regierung, die Ampelregierung, fährt gerade unsere Wirtschaft gegen die Wand. Ich habe das Gefühl, Scholz will das nicht so ganz. Da wird es sicherlich auch Druck geben von der deutschen Wirtschaft, die hier natürlich Millionen, wenn nicht Milliarden Verluste entweder befürchten oder bereits realisieren. Wie dem auch sei, die Geschlossenheit ist nicht da. Aber es ist irgendwie schon so bekannt, okay, da gibt es Korruption in der Ukraine. Und da habe ich einen Artikel gelesen, 2019 von der Süddeutschen. Ja, sowas muss man erstmal suchen. Wie nämlich Zelensky an die Macht gekommen ist. Bisher wird ja dargestellt, ich will es nochmal erwähnen, als der ultimative Volksheld, der eben ein Volksvertreter ist. So, das ist aber gar nicht so. Wir wissen ja schon mehr als ein Schauspieler, und das fand ich von Anfang an irgendwie schon so ein bisschen mysteriös. Er passt ein bisschen zu gut in die Rolle des Präsidenten. Und man stellt sich natürlich dann auch die Frage,
ist er Präsident oder spielt er den Präsidenten? Gerade eben, weil die Amerikaner hier offensichtlich ein Interesse in der Ukraine haben und die Amerikaner bekannt dafür sind, irgendwelche Marionettenregierungen zu installieren, ist diese Frage durchaus berechtigt. Und dann ist er eben auch noch einfach nur ein Schauspieler, ein Komödiant. Er hat vorher eine Rolle des Präsidenten geschauspielert in einer Serie in der Ukraine. Er hat keine Erfahrungen als Politiker. Er kam aus dem Nichts. Man fragt sich, wo das Geld herkommt für den Wahlkampf. Ihr wisst, kein Amt ist so teuer wie das Amt des Präsidenten. Das wird in der Ukraine nicht anders sein. Und das sind Fragen über Fragen, die natürlich von unseren deutschen Journalisten nicht gestellt werden. Die Politik interessiert sich dafür schon mal überhaupt nicht. Er ist der Volksheld und der Volksvertreter und fertig. Dann gibt's auch den Artikel von der Süddeutschen 2019. Also den muss ich auf jeden Fall raussuchen, weil der extrem wichtig ist. Und da steht dann drinne, ja, Zelensky, der wurde von einem ukrainischen Oligarchen aufgebaut. Denn in der Ukraine, da gehören die TV-Sender den Oligarchen dort, das Fernsehen. Und die meisten Ukrainer, die informieren sich wiederum über das Fernsehen. Und Zelensky ist von einer Show durch die andere getingelt, eben weil der Oligarch sich Zelensky rausgepickt hat als den nächsten Präsidenten und hat ihn aufgebaut und hat ihn dann auch den Wahlsieg eben über das Fernsehen ermöglicht. Während sein Konkurrent, ein tatsächlich gebildeter Politiker, also einer mit Erfahrung, keine Chance hatte, denn während der Wahlkampfphase hatte er keinen einzigen Auftritt im Fernsehen. Denn in der Ukraine entscheiden offensichtlich Oligarchen, wer Präsident wird und wer nicht. Das ist das US-amerikanische Vorbild. Dort entscheidet ebenfalls die Wirtschaft, wer Präsident wird und wer nicht. Weil wir hatten schon eine Milliarde Dollar über für das Amt des Präsidenten. Natürlich, die Wirtschaft. Mit dem auch sei, zurück zur Ukraine. Also das war schon mal ein ganz hoch korrupter Vorgang gewesen. Wie er gewählt wurde, auch die Süddeutsche hat den Wahlkampf beobachtet und kam zu dem Schluss, das waren nur leere Worthülsen, es waren leere Versprechungen. Zelensky hat damit geworben, gegen die Korruption vorzugehen, was ja witzig ist, wenn man dann die nächsten News betrachten, zu denen ich dann gleich komme. Und wenn man bedenkt, wie er eben Präsident geworden ist. Mit wessen Hilfe? Ausgerechnet von Oligarchen, die offensichtlich dort die Politik fest in der Hand haben. Freunde, das wird wohl Teil der korrupten Strukturen sein, die von der EU angesprochen wurde. Aber hey, wir sollten weiterhin Milliarden hinschicken in ein korruptes System. Das macht ja auch Sinn. Es wird im Übrigen auch nicht nachgeprüft von Deutschland, wofür diese Milliarden aufgewendet werden. Ist das nicht fantastisch? Wir pumpen da tatsächlich einfach nur Geld rein. Aber wir überprüfen nicht, wie dieses Geld investiert wird, was damit gemacht wird, Freunde. Und wir pumpen das Geld in eine de facto korrupte Regierung. Eigentlich würde kein normal gesund denkender Mensch auf so eine Idee kommen. Aber hey, die Amerikaner machen es ja auch. Joe Biden will 40 Milliarden reinpumpen. Aber Joe Biden, der ist auch schon so ein bisschen dement. Das hat er mehrfach bewiesen. Da kann ich das noch verstehen. Aber unsere Politiker sind wesentlich jünger. Was haben die für eine Ausrede? Aber zurück zu Zelensky. Sein Wahlkampf also voll mit leeren Worthülsen und geprägt durch Populismus. Die Süddeutsche kam zu dem Schluss, dass er nicht wirklich irgendwie irgendwas Intelligentes gesagt hat. Da gab es kein politisches Fachwissen. Das war reiner Populismus. So hat er den Wahlkampf gewonnen. Gebt einfach ein bei Google Zelensky und Pandora Papers. Diese Pandora Papers, da sind wieder mal irgendwelche Steuerdaten, die geleakt wurden. Und da taucht Zelensky auf. Ja. Zelensky ist unter anderem nämlich auch Unternehmer. Habt ihr das gewusst? Da steht in keiner Zeitung. Ja, Zelensky ist Unternehmer. Das ist nicht der Politiker. Aber das kennen wir ja auch aus Deutschland, dass Politiker auch gerne Unternehmer sind oder in irgendwelchen Vorständen sitzen oder in Aufsichtsräten oder als Investoren auftauchen. Das ist ganz normal. Als Politiker verdient man ja so schlecht, wir reden hier von 10.000 bis 20.000 plus Zulagen, dass man da eben auch nebenbei noch für die Wirtschaft tätig sein muss oder einfach Teil der Wirtschaft ist. Interessenskonflikt, deutsche Politiker und gleichzeitig aber Teil der Wirtschaft? Nein. Wir müssen Politiker blind vertrauen. Und das tun wir ja auch offensichtlich. Mal schauen, ob ich dazu auch noch komme. Dokumentation, Offshore-Geschäfte. Zelensky und Kolomojinski in den Pandora Papers. Es geht hier um Zelensky, es geht um Korruption. Und wer hätte es gedacht, es geht um ukrainische Oligarchen, die dann natürlich mit drin hängen. Entweder ich verlinke es euch oder ich habe euch ja gerade gesagt, wie man da über Google hinkommt. Das ist hier Bundeszentrale für politische Bildung. Im Übrigen 19.10.2021, falls jetzt hier einer glaubt, dass ich irgendwelche Kindheitsgeschichten von Zelensky ausgrabe, die man inzwischen ja verziehen haben könnte. Nein, das ist alles aktuell. Die Verwicklung des ukrainischen Präsidenten in den neuen Offshore-Skandal. Es ist nicht so, dass die Informationen jetzt nicht vorhanden sind. Es ist nicht so, dass die Informationen alle aus unseriösen Quellen stammen. Nein, diese Informationen wurden recherchiert, sie sind verfügbar und stehen auch unseren Politikern zur Verfügung. Es ist ein offensichtlich korruptes Regime, was wir hier supporten in Kiew. Nicht wirklich demokratisch gewählt, wenn man bedenkt, wie hier das ukrainische Volk manipuliert wurde. Wie das ukrainische Volk beschissen wurde und kontrolliert von ukrainischen Oligarchen. Und die Geldströme müssen unbedingt nachverfolgt werden, Freunde. Denn man muss jetzt herausfinden, wie viel Geld stammte aus den USA, die ja schon 2014 offensichtlich an der Regierungsbildung beteiligt waren, als die prorussische Regierung gestürzt
Präsidenten durch eine proamerikanische Regierung ersetzt wurde. Ihr wisst, dieses Gespräch zwischen Newland und den US-Diplomaten auf jeden Fall in der Ukraine, hat seinen Namen vergessen, wo eben diskutiert wurde, wie sich die nächste ukrainische Regierung zusammensetzt, was dann auch so geschah. Ihr könnt das auch suchen, Telefonat und Fuck the You, Freunde. Dann werdet ihr dieses Telefonat auch spielerisch finden. Ach, ja, genau, das wollte ich eigentlich auch unbedingt mit euch sprechen, weil es auch extrem wichtig ist. Ihr wisst ja, dass jetzt Russland die ganze Welt erpresst mit den ausbleibenden Getreidelieferungen aus der Ukraine, weil ja die Russen die Häfen blockieren und die Schiffe dann, die ja beladen sind mit den Getreide, die können die Häfen nicht verlassen, die ukrainischen Häfen, um halt die Welt zu beliefern. Nun frage ich mich aber wirklich, wie es unserer sogenannter Journalismus es wirklich schafft zu verschweigen, es unter den Teppich zu kehren, dass die ukrainische Marine, okay, also die haben ja nicht wirklich eine Marine, sonst würden die ja schließlich die Blockade einfach aufheben, aber dass das ukrainische Militär die eigenen Häfen vermint hat. Putin ist sich der dramatischen Lage der Lebensmittelversorgung in den armen Ländern durchaus bewusst und er hat auch angeboten, entsprechend die Blockade zu öffnen, um die Ausfuhr von Getreide hier eben zu gestatten, Freunde. Aber dafür müsste die ukrainische Armee die Minen räumen. Und ich kann die Pattsituation absolut nachvollziehen. Natürlich kann die ukrainische Armee das nicht machen. Wenn die Minen räumen, die russische Flotte wird nicht warten, dass sie die Häfen wieder vermint haben. Na, die rücken dann natürlich ein. Die Ukrainer haben ihre eigenen Häfen vermint, weil die nun mal über keine effektive Marine verfügen, um die russische Marine bekämpfen oder in irgendeiner Art und Weise begegnen zu können. Ständig wird erzählt, dass Putin jetzt die Welt mit Lebensmittel erpresst und auf der anderen Seite aber schreibt niemand, dass die Häfen vermint sind und die Schiffe so oder so nicht raus können. Weil ist es nicht so, dass die Minen unterscheiden können, was ist ein gutes Schiff und was ist ein blödes Schiff. Wie gesagt, es ist eine Pattsituation, das verstehe ich vollkommen. Aber da muss man das auch genau so abdrucken in der Presse. Alles andere ist reine Kriegspropaganda, Freunde. Und ganz ehrlich, es kotzt mich langsam an. Ich bin ja auch ein Bürger in diesem Land und dass hier ständig meine Intelligenz beleidigt und ich auf jeder Ebene manipuliert werde von unseren Zeitungen. Und das ist nicht dessen Aufgabe, hier US-amerikanische Außenpolitik zu vertreten, Freunde. Das ist nicht die Aufgabe unserer Zeitung oder den ganzen Zeitungen. Es gibt hier mehr als genug. Und so viele machen da gerade mit. Normalerweise müssten jetzt entsprechende Strafverfolgungsbehörden einschreiten und aktiv werden und müssten alle Verbindungen, Freunde, in die USA aufklären. Einmal von unserer sogenannten Presse und auch einmal von unserer Politik. Alle Verbindungen zu den Amerikanern müssen aufgedeckt werden und müssen natürlich gekappt werden. Und die Politiker und die Journalisten sind es ja nicht, die kriegen ja auch bloß Anweisungen von oben, aber dann eben die entsprechenden Entscheidungsträger, die gehören vor Gericht und müssen dann wegen Volksverhetzung entsprechend eingesperrt werden. Und natürlich müssen entsprechende Vermögenswerte dann einkassiert werden, Freunde, um wenigstens einen kleinen Teil des Schadens wieder gut zu machen, den diese Leute jetzt hier in Deutschland anrichten. Einmal werden wir manipuliert, sind inzwischen Kriegsteilnehmer und Deutschland hatte sich ja eigentlich mal geschworen gehabt, vor allem nachdem wir 27 Millionen Russen umgebracht haben, dass wir nicht wieder an den Konflikt teilhaben, dass wir nicht wieder Kriegspartei sein wollen und jetzt sind wir es trotzdem. Jetzt wollen wir ein modernes Luftabwehrsystem in die Ukraine liefern, welches nicht mal die Bundeswehr besitzt, Freunde. Wir haben keine Mittel dafür, die Bundeswehr mit diesen IRIS-T-Systemen auszurüsten. Aber jetzt haben wir plötzlich die Mittel dafür, dieses System in die Ukraine zu liefern, um Russen zu töten. Toll. Das wird so natürlich niemals benannt in unserer Presse, aber das ist nun mal die Konsequenz. Alle Waffen, die wir dahin liefern, dienen einem einzigen Zweck. Russen töten. Ob wir nun selbst abdrücken oder nicht, spielt das wirklich noch die große Rolle, wenn wir den Ukrainern die Möglichkeit geben, Russen zu töten. Wenn man bedenkt, wie amerikanische Kriegsverbrechen verfolgt werden, nämlich gar nicht, und wie russische Kriegsverbrechen verfolgt werden, nämlich massiv mit Sanktionen. Und mit einem aktiven Eingreifen in den Krieg auf Seiten der Ukraine. Und dabei sind diese Kriegsverbrechen im Gegensatz zu den amerikanischen nicht mehr bewiesen. Das sind reine Behauptungen der ukrainischen Regierung, die meisten davon. Mir ist jedenfalls nichts bekannt, dass es tatsächlich aus vertrauenswürdigen Quellen, also nicht Amerikaner und Briten zum Beispiel, dass es da Beweise gibt für das alles, was den Russen vorgeworfen wird. Ist mir nicht bekannt. Ich kann natürlich aber auch nicht alles wissen. Ich kann nur so viel wie möglich lesen. Aber da kann ich sagen, es wird definitiv mit zweierlei Maß gemessen. Und die Amerikaner haben bedeutend mehr auf dem Kerbholz als die Russen. Die Amerikaner haben einfach viel, viel mehr Menschen umgebracht als die Russen. Die Russen führen seit ein paar Monaten Krieg. Die Amerikaner führen im Prinzip Krieg seit 1945. So, aber auch wenn man jetzt sagt, Moschus, das liegt alles zu weit zurück. Nehmen wir nur die letzten 20 Jahre, da habe ich schon so oft mit euch darüber gesprochen, wie viele Länder die Amerikaner überfallen haben, wie viele Menschen die getötet haben, da wurden Menschen gefoltert. Es gibt die Todeslisten mit den sogenannten Terroristen. Diese Listen haben jegliche Rechtsstaatlichkeit einfach mal
beseitigt jegliche Menschlichkeit im Prinzip. Drohnenkrieg, wollte ich euch mit euch auch drüber sprechen, ja, das ist jetzt auch nochmal nachrecherchiert worden, gebt einfach mal ein, Drohnenkrieg und 50.000, da müsstet ihr auf den entsprechenden Artikel stoßen. 50.000 Einsätze sind die Drohnen geflogen in dem Drohnenkrieg, den die Amerikaner ja über, naja, zumindest Afghanistan, Irak und wer weiß, welche Länder noch heraufbeschworen haben. Ja, ist ja nicht so, dass der Amerikaner da irgendjemand irgendwie Rechenschaft schuldig ist. Ach, 50.000. 2016 hat Amerika 7 Länder bombardiert, habe ich schon mit euch 7 Länder in einem einzigen Jahr, Freunde, unter Friedensbringer Obama. Und deshalb kann ich nur zu dem Schluss kommen, dass wir im Moment eine absolut amerikanisch hörige Regierung haben. Die Ampel wahrscheinlich sogar noch mehr als die Union. Schwer zu sagen, aber ich habe das Gefühl, dass wir auch in Deutschland eine massiv gleichgeschaltete politische Landschaft gerade beobachten. Parteien, die unterschiedliche Namen haben, aber im Großen und Ganzen immer die gleiche Politik verfolgen. Nämlich pro-amerikanisch und pro Wirtschaft. Also Freunde, im Moment nimmt das Ganze hier auf jeden Fall einen ganz, ganz schlechten Verlauf. Deutschland ist jetzt wieder Kriegspartei, sollte eigentlich nicht vorkommen, weil wir eigentlich gerade, wir Deutschen sollten gelernt haben, nachdem wir auch so viel verloren haben nach 1945, sollten wir gelernt haben, dass Krieg keine Lösung ist. Stattdessen sollte eigentlich Deutschland das Land sein, das Vorzeigeland auf dieser Welt, das sich in jedem Konflikt immer um eine diplomatische Lösung bemüht und nicht das Land, das als erstes anfängt, Diplomaten auszuweisen und da einen Fernsehsender zu verbieten, die ja eventuell für Aufklärung sorgen könnten in diesem Konflikt. Ja, wir reden heute wieder über den Krieg Russland gegen die Ukraine und wir werden uns ein bisschen Medienberichte anschauen und schauen, wie Deutschland damit umgeht. Und dann sehen wir, was die Medien schreiben und wir sehen, was die Politik so entscheidet. Dann spiele ich euch mal ein Video ein und ihr werdet das, also es wird schon alle Informationen enthalten, die ihr braucht. Dieses Video, das das ukrainische Verteidigungsministerium veröffentlicht hat, soll einen Erfolg dokumentieren. Ukrainische Soldaten versammeln sich neben einem Grenzpfahl, der in der Region Kharkiv stehen soll. Verifizieren lässt sich das Video nicht. Laut ukrainischen Angaben soll es gelungen sein, die russischen Truppen in der Region Kharkiv zurückzudrängen. На рубіж і кордон, на роздільну смугу з Російською Федерацією, з країною-окупантом. Ми дійшли, пане президент, ми тут. Ось з нами прикордонник. Передаємо йому знак за нашою спиною. Який знак? 310/1. Пане президент, ми дійшли. Wenn das jetzt geklappt hat, dann habe ich euch den Clip eingespielt und der hat einmal einen Pressebericht gezeigt, und zwar von der Tagesschau, wie die Ukraine gerade zur russischen Grenze vorstößt. Das haben die mit einem Videobeweis untermauert. Das andere Video zeigt aber direkt im Anschluss, dass der Videobeweis von der ukrainischen Regierung, genauer gesagt vom ukrainischen Verteidigungsministerium, gefaked wurde. Damit unser sogenannter Journalismus genau das uns zeigt. Könnte man natürlich fragen, warum? Warum faked die ukrainische Regierung einen Erfolg der eigenen Armee? Das macht ja keinen Sinn und das ist natürlich nicht für Putin. Putin ist ja nicht vollkommen bescheuert und lässt sich davon trollen, von einem Video in Social Media, das zeigt, dass ukrainische Truppen an der eigenen Grenze sind. Und er so denkt, wenn es außer sich ist und da jetzt in Panik Truppen hinschickt. Nein, dieses Video ist selbstverständlich für uns. Für die Öffentlichkeit vor allem. Das sollte jetzt ja auch nicht unbedingt als Videobeweis jetzt für der SPD, FDP und Grünen sein, damit die weitere Waffen benötigen? Nein. Dieses Video wurde von der ukrainischen Regierung in Kiew unter Zelensky gefaked, um die öffentliche Meinung im Westen zu beeinflussen. Und es ist Teil der Kriegspropaganda, die Regierung Zelensky in Kiew aktiv betreibt. Damit ihr euch das nochmal vor Augen halten könnt, welche Regierung wir da eigentlich unterstützen. Zelensky ist nicht der einsame Held in Kiew, der jetzt wacker die Ukraine verteidigt. Nein. Zelensky ist ein Präsident, der aktive Kriegspropaganda betreibt und der den Westen ganz bewusst anlügt. Neben anderer propagandistischer Mittel, die die Regierung in Kiew bereits in Anspruch genommen hat, zum Beispiel die Kampagne gegen Rittersport. Ihr wisst schon noch.
Hitlersport, weil Rittersport es sich gewagt hatte, weiterhin an russische Kinder Schokolade zu verkaufen. Da hat die Regierung in Kiew gesagt, Schokolade für Kinder in Russland, das geht nicht. Dann unterstützt ihr hier den Krieg in der Ukraine. Das macht zwar überhaupt gar keinen Sinn, aber das ist ja der Punkt der Propaganda. Propaganda muss niemals Sinn machen. Bei der Propaganda wird aktiv gelogen. Da werden auch Freunde und Verbündete, Alliierte werden auch belogen. Es ist egal. Hauptsache eigene Ziele werden hier umgesetzt bzw. erreicht. Und jetzt kann man natürlich auch dann sehen, wie die Tagesschau damit im Artikel umgeht. Ich habe euch das ja jetzt hier bloß das Video kurz eingespielt, aber hier auch was zum Nachlesen. Also tagesschau.de vom 16.05. Ukrainische Truppen erreichen russische Grenze. Das ist jetzt die Überschrift, das ist kein Zitat. Das klingt also nach einem Ergebnis, der in der Titelüberschrift vorweggenommen wird. Und dieses Ergebnis wurde natürlich recherchiert. Also wenn wir jetzt noch mal sehen, inwiefern die Tagesschau, ein Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das begründet bzw. belegt. Die ukrainische Gegenoffensive nach Kharkiv zeigt Erfolge. Doppelpunkt. An einer Stelle konnten ukrainische Soldaten nach Angaben aus Kiew bis zur russischen Grenze vorstoßen. Im Donbass bereiten sich die Menschen auf verstärkte russische Angriffe vor. Ukrainische Truppen melden einen symbolträchtigen Erfolg bei ihrer Gegenoffensive im östlichen Gebiet Kharkiv. Sie sind nach eigenen Angaben zumindest an einer Stelle bis zur Grenze zu Russland vorgestoßen. Das ukrainische Verteidigungsministerium veröffentlicht in der Nacht ein Video mit einem Dutzend Soldaten neben einem Grenzpfahl in der Nationalfarbe Blau und Gelb. Diese gehören den Angaben zufolge zu einer freiwilligen Brigade aus der Stadt Kharkiv. In einem weiteren im Netz veröffentlichten Videoclip ist zu sehen, wie die Soldaten den Pfahl mitbringen und vor einem Graben mit russischen Grenzschildern platzieren. Da kommt jetzt nicht mehr. Ich kann euch jetzt nochmal noch die nächste Teilüberschrift vorlesen. Und ich lasse da wirklich nichts aus, aber ich verlinke euch ohnehin diesen Artikel als Quelle. Nächste Teilüberschrift ist, Ukraine bereitet sich auf Angriffe in Donbass vor. Ist dieser Artikel nicht irreführend geschrieben? Erstmal die Überschrift für alle diejenigen, die sich diesen Artikel nicht durchlesen, sondern nur sich die Überschrift durchlesen. Ist da nicht schon mal die Überschrift an sich absolut manipulierend? Denn die Überschrift heißt, ukrainische Truppen erreichen russische Grenze. Da steht nicht, also nicht mal, ukrainische Truppen erreichen vermutlich oder nach Angaben Kiew oder sonst nicht irgendwas. Nein, das ist eine Aussage, eine absolute Aussage. Dann wird im ersten Absatz von einem Videobeweis geredet, der aber dann wiederum negiert wird. In einem weiteren im Netz veröffentlichten Videoclip ist zu sehen, wie die Soldaten den Pfahl mitbringen und vor einem Graben mit russischen Grenzschildern platzieren. Ja, das Video ist gefaked. Aber wie kann man dann bitte so eine Überschrift stehen lassen? Da muss doch eine Korrektur raus, und zwar umgehend. Was heißt eine Korrektur? Eigentlich, man hat es ja offensichtlich gewusst. Ich weiß nicht, ob das nachgetragen wurde, aber normalerweise steht es dann da. Nachtrag, also, oder Update unter dem Artikel. Aber das kann man doch so nicht stehen lassen. Der gesamte Artikel ist doch manipulativ. Das ZDF hat im Übrigen diesen Videoclip der ukrainischen Regierung ebenfalls ausgegeben. Ebenfalls veröffentlicht. Zwar im Konjunktiv geschrieben, halt alles nach Angaben der ukrainischen Regierung, aber das spielt ja keine Rolle. Wenn der Gegenbeweis bereits vorliegt, dann muss man ja bereits den Artikel komplett umformulieren. Anstatt eben zu schreiben, ukrainische Truppen erreichen russische Grenze, muss man schreiben, die ukrainische Regierung versucht mit gefälschten Videobeweisen die öffentliche Meinung im Westen zu manipulieren. So hätte dieser Artikel eigentlich betitelt werden müssen. Nicht ukrainische Truppen erreichen russische Grenze. Nein! Ukrainische Regierung versucht, die eigenen Verbündeten zu bescheißen, die ganze Zeit Waffen und Geld liefern. Freunde, das ist nämlich die Realität. Es geht nur darum, uns zu manipulieren. Ich gehe davon aus, dass jegliche manipulative Wirkung auf unsere Regierung sicherlich auch ein gewünschter Nebeneffekt ist. Wenn Scholz sich dann vielleicht, jetzt wo ja doch die ukrainischen Truppen gewinnen könnten, dass Scholz sich aufgrund dieses Videobeweises nun doch dazu entschließt, halt Waffen zu liefern, noch mehr Waffen zu liefern, was im Übrigen den Krieg nur in die Länge zieht und noch mehr Opfer auf beiden Seiten generiert. Einmal auf der russischen Seite, aber auch auf der ukrainischen Seite. Na klar, je länger der Krieg dauert, umso mehr Menschen werden schlichtweg sterben. Deshalb darf man diesen Krieg nicht mit irgendwelchen völlig sinnlosen Waffenlieferungen weiter in die Länge ziehen. Zumal die ukrainische Regierung normal diesen Krieg nicht gewinnen kann. Und die wollen ja den totalen Sieg. Was anderes haben die bisher ja auch ausgeschlossen. Nur der totale Sieg. Damit gibt sich die ukrainische Regierung in Kiew zufrieden. Jetzt könnte man natürlich hoffen, dass vielleicht eine andere Regierung demnächst an die Macht kommt. Aber da ja Selenskyj im Laufe des Jahres 11 Oppositionsparteien verboten hat, so wie das zum Beispiel in lupenreinen Diktaturen ebenfalls gehandhabt wird, ist das wohl eher unwahrscheinlich, dass Selenskyj, sobald durch jemanden ersetzt wird, tatsächlich an Frieden mit Russland interessiert ist und den ganzen Leid in der Ukraine endlich ein Ende setzt oder es zumindest versucht. Im Übrigen, ihr könnt euch den Artikel durchlesen, es gibt da noch mehr, wie Ukraine bereitet sich auf Angriffe in Donbass vor. Dann haben wir nächste Teilüberschrift, Gouverneur, Russland kommt in Luhansk nicht voran. Ja, also wir haben einmal eine Erfolgsmeldung für die ukrainische Armee und da haben wir eine gegenteilige Meldung für die russische Armee.
Die ukrainische Armee kommt gut voran, die russische Armee nicht. Beide Aussagen kommen jeweils von der ukrainischen Regierung. Beide Aussagen. Tagesschau gibt das hier so aus. Ich bin wirklich ein Freund der öffentlich-rechtlichen Freunde, weil die aus meiner Sicht eher noch Informationen kommunizieren, die wirklich wichtig für uns sind und vor allem, die gut recherchiert sind. Da gibt es Monitor, es gibt Panorama, es gibt verschiedene Formate. Es gibt ja auch zum Beispiel den deutsch-französischen Sender Arte, den ich wirklich sehr zu schätzen weiß, Freunde, und der in einer Sendung so viel Content rüberbringt, wie die Bild-Zeitung in einem Jahr. Aber das enttäuscht mich einfach bitter. Ukraine meldet 2 Tote bei Angriffen auf Klinik, Freunde. Das sind jetzt Teilüberschriften. Keine Evakuierung verletzter Soldaten aus Azovstal. Auch Meldung der ukrainischen Regierung. Na klar, steht dann Konfliktparteien als Quelle, im Übrigen im unteren Drittel, nachdem man schon sehr, sehr viel Kriegspropaganda der ukrainischen Regierung gelesen hat, steht im unteren Drittel Konfliktparteien als Quelle. Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden. Kurz gesagt, das sind unbestätigte Informationen. Oder in dem Falle, hier wird Kriegspropaganda kommuniziert. Nun ist es aber so, ich will die Russen nicht in Schutz nehmen, dass Putin natürlich selbst Kriegspropaganda betreibt. Natürlich, du musst die eigene Bevölkerung ja irgendwie bei Laune halten, dass sie den Krieg ja weiterhin unterstützen und natürlich auch irgendwo finanzieren. Genauso wie natürlich auch deutsche Waffenlieferungen finanziert werden durch, richtig, Steuergelder. Deshalb überschüttet Putin die eigene Bevölkerung mit Kriegspropaganda. Die ukrainische Regierung überschüttet die ukrainische Bevölkerung mit Kriegspropaganda, wobei haben die nicht so nötig, die Kriegspropaganda ist vor allem für uns aus dem Westen, damit wir Geld und Waffen liefern, denn Zelensky hat ja per Gesetz kurzum beschlossen, dass alle 18- bis 60-Jährigen das Land nicht verlassen dürfen, Männer. Also werden Schüler und Auszubildende daran gehindert, das Land zu verlassen, welches gerade von einer weit überlegenen Armee angegriffen wird. Ist das nicht schön? Da braucht man natürlich keine Kriegspropaganda. Man zwingt ja einfach die Halbstarken dazu, in den Krieg zu kämpfen, den sie nicht gewinnen können. Ja, das ist im Übrigen unser hochgefeierter Held Zelensky, der das beschlossen hat. Ich finde, man sollte den Mann vielleicht mal verurteilen und sanktionieren und ihn dazu drängen, dass er abdankt und vielleicht einen richtigen Präsidenten, der tatsächlich an das Wohl des eigenen Volkes interessiert ist. Ich meine, könnt ihr euch vorstellen, dass jetzt, wo Zelensky irgendwelche 18-Jährigen in den Tod schickt, dass der jetzt wirklich nochmal gewählt wird? Habt ihr vielleicht jetzt eine Ahnung, warum Zelensky 11 Parteien verboten hat? Ich denke, das passt ganz gut zusammen. Wie viele Familien haben wohl jetzt Angehörige verloren, die Zelensky in den Krieg gezwungen hat? Wie viele Mütter mussten das Land verlassen? Klar, ich würde das Land auch verlassen, Freunde, ganz ehrlich. Da kommt eine übermächtige russische Armee. Und ich bin gegen den Krieg. Und dass das Putin hier von den Zaun gerissen hat, macht Putin selbstverständlich zum Verbrecher. Ist klar, der schickt da Truppen in den Tod. Russische Soldaten sterben ja schließlich. Und laut der ukrainischen Kriegspropaganda ja auch nicht zu wenig. Und da sterben natürlich auf der anderen Seite auch ukrainische Bürger. Ja, erstmal natürlich Soldaten, sind ja auch Bürger. Und dann halt die Zivilisten, die halt nicht fliehen dürfen. Und die da halt weggesprengt werden. Die halt an der Flucht gehindert werden von der ukrainischen Regierung oder die halt direkt in den Krieg geschickt werden als zwangsrekrutierte Zivilisten. Und dazu kommen ja auch noch die Zivilisten, die von Zelensky in täglichen Videobotschaften über Telegram und über Social Media aufgepeitscht werden, in den Krieg zu ziehen. Sogar Zivilisten aus dem Ausland, Freunde, folgen diesen Ruf in den Wahnsinn und opfern sich dann, schmeißen sich irgendwelchen modernen russischen Kampfpanzern in den Weg. Und dann lese ich dann nur sowas, ja, Tagesschau, da steht Konfliktparteien als Quelle. Nee, Konfliktpartei als Quelle. Russische Angaben werden hier gar nicht verarbeitet. Klar ist das auch Kriegspropaganda, deshalb haben sie doch offiziell RT Deutsch hier in Deutschland verboten. Den Sender Russia Today in Deutschland verboten. Weil wir ja schließlich die Demokratie sind, nicht wahr? Und wir haben ja sowas wie Pressefreiheit. Deshalb verbieten wir halt Sender, die uns nicht in den Kram passen. Andere Kriegspropaganda ist dann okay. Ne, solche Sender wie Bild TV ist auch okay, na klar. Die haben nachweislich schon ein paar Mal gelogen, aber wen interessiert denn das? Wir haben nun mal Pressefreiheit. Aber wenn... Da muss ich jetzt rangehen. So, wir überlegen mal. Es gibt natürlich die russische Kriegspropaganda. Es gibt natürlich die ukrainische Kriegspropaganda. Und es gibt Kriegspropaganda auch in Deutschland. Wir haben inzwischen eine Rüstungsindustrie, die daran interessiert ist, Großaufträge zu bekommen. Wir haben 3 Parteien in einer Koalition. Und jeder Einzelne will in eine unterschiedliche Richtung. Die Grünen sind US-hörig, SPD wirtschaftshörig, die FDP... Wo es halt das meiste zu verdienen gibt. Ja, ihr habt gemerkt, da gibt es jetzt keine Partei, der ich tatsächlich zutraue, einen Volkswillen zu vertreten, Freunde. Also warum die Ampel überhaupt gewählt wurde, ist mir ein absolutes Rätsel, weil wir gegen unsere eigenen Interessen gewählt haben. Und das zeigt sich ja auch, das spiegelt sich gerade in der aktuellen Politik wieder. Huh, mal zu Atem kommen, ich muss gerade 5 Meter laufen. Da kommt noch die USA dazu, muss ich irgendwas sagen. Die USA, seitdem in Deutschland Kriegspropaganda so erfolgreich war, 33 bis 45, haben die USA alles übernommen. Nur seitdem kennen die nichts anderes mehr in ihrer Berichterstattung. Die haben nur private Medien. Und da wird das gesendet,
für denjenigen, der halt am meisten zahlt. Kriegspropaganda gab es in den USA sogar schon während des Zweiten Weltkrieges. Also da waren die ganz begeistert davon, als sie da mitbekommen haben, wie effektiv das in Deutschland ist. So haben die 1:1 kopiert. Die haben vieles übernommen aus Deutschland, Freunde. Jetzt frage ich mich aber, warum die Tagesschau ausgerechnet nur die ukrainische Kriegspropaganda hier als Basis der Berichterstattung über den Krieg dort verwendet, Freunde. Das ist einseitig. Erstmal hat man Kriegspropaganda überhaupt gar nicht wiederzugeben, weil die Tagesschau ist nicht eine Plattform für Kriegspropaganda. Die Tagesschau sollte eine Plattform sein für recherchierte Informationen. Das heißt, man hat halt nur so Personal, gerade die Tagesschau hat jede Menge Personal, dann wird recherchiert, Freunde. Und dann werden Informationen gesammelt, die werden validiert, nochmal von der dritten Stelle. Dafür kommen ja Teams zusammenstellen, wenn die das Thema für so interessant halten, für interessanter als den Krieg im Irak, in Afghanistan, Syrien, Libyen oder irgendwo anders. Aber dann einfach ungefiltert irgendwas von der ukrainischen Regierung zu übernehmen und dann da einen großen Artikel draus zu machen und dann Eilmeldung, steht ja sogar noch drüber, Eilmeldung ist irgendwas anderes. Gericht in Kiew verurteilt russischen Soldaten zu lebenslanger Haft, das ist eine Eilmeldung. Im ersten Kriegsverbrecherprozess in der Ukraine ist ein russischer Soldat zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Angeklagte hatte gestanden, einen unbewaffneten Zivilisten getötet zu haben. Ja, da würde ich aber gar nicht mal, dass die Tagesschau da mal einen Journalisten hinschickt und dass der Journalist den Angeklagten interviewt und dann fragt, unter welchen Umständen wurdest du eigentlich befragt? Unter welchen Umständen hast du eigentlich zugegeben, dass du deinen Zivilisten getötet hast, Freunde? Das würde ich jetzt gerne mal sehen. Warum wurde der Soldat nicht in Den Haag vor Gericht geführt? Hätte doch die ukrainische Regierung machen können. Die Amerikaner, die suchen doch gerade nach Beweisen für Kriegsverbrechen der russischen Regierung, führen ein Verfahren in Den Haag. Gut, ja, die USA, die lehnen das Gericht in Den Haag ab. Also die haben das gar nicht anerkannt. Ja, wie China zum Beispiel oder Nordkorea. Also wie andere Diktaturen. Und unabhängig davon hat, im Gegensatz zu China und Nordkorea, die USA sogar aktiv das Gericht in Den Haag bekämpft, falls sie jetzt auf die Idee kämen, irgendwie mal amerikanische Staatsbürger zu verurteilen, weshalb das im Übrigen auch nie passiert ist, aber da hätte man doch den russischen Soldaten hinschaffen können. Nö, stattdessen passiert das dann hinter verschlossenen Türen in einem ukrainischen Gericht. Also super glaubwürdig, wirklich. Freunde, hätte sich irgendeiner jetzt gedacht, hätte irgendeiner auch nur angenommen, wenigstens die Vermutung angestellt, dass dieser Mann freigesprochen wird, der russische Soldat. Meint ihr, das wäre überhaupt möglich gewesen? Das ist doch ein reiner Schauprozess. Das ist doch genauso, wie jetzt Assange nach den USA überführt wird. In ein Gericht, wo er dann fair verurteilt wird, Freunde. Das mit den 175 Jahren Haft, die ihm da erwarten. Es gibt ja nicht mal noch irgendeine Stimme, die das in Ordnung, also irgendwie anzweifelt und sagt, nee, vielleicht geht er auf Strafrecht. Nein, gibt's niemanden. Also egal wie pro-amerikanisch, keiner geht davon aus, dass Assange als Journalist in den USA fair behandelt wird. So, seit USA nicht, weil die dürfen das. Ja, ist eine Eilmeldung, Freunde. Die verschiedensten Zeitungen liefern uns sekündliche Updates, Freunde. Und die meisten Informationen, die kommuniziert werden, sind Teil der Kriegspropaganda der ukrainischen Regierung. Wow, was für ein Journalismus in Deutschland. Und selbst Tagesschau inzwischen dort angekommen. Das war jetzt ein einziger Artikel, Freunde. Es gibt viel, viel mehr zu sagen. NTV, Russland bringt Präsidententreffen ins Spiel. Ukraine will sich enger an Westen binden. Finde ich schon mal eine sehr gute Titelüberschrift. Russland will Verhandlungen. Ja, Ukraine will weiter, also noch mehr Waffen halt aus dem Westen. Beziehungsweise genau das stärken, was den Krieg ursprünglich ausgelöst hat. Nur die NATO-Osterweiterung, ne, die Befürchtung Russlands, also die Sicherheitsbedenken, die absolut berechtigt sind, wenn wir mal bedenken, wie aggressiv die USA in den letzten Jahrzehnten gegen irgendwelche Länder vorgegangen sind, die souverän waren eigentlich mal, ne, bevor sie überfallen wurden. Deshalb Russland jetzt interveniert. Wie gesagt, ich bin gegen den Krieg und Putin ist nun mal ein Verbrecher, weil er Leute umbringt. Punkt. Aber dass dann die USA Waffensysteme an der Grenze Russlands installieren, direkt in der Ukraine, ich kann schon verstehen, dass dann der Putin sagt, Also USA haben die Möglichkeit, Moskau in der 5 Minuten mit Drohnen zu bombardieren, da sind wir nicht so Freund von. Während in der Ukraine erneut zahlreiche Zivilisten bei russischen Luftangriffen sterben, strebt das Land weiter gen Westen. Das ist schön, NTV. Quelle? Irgendwas, was das belegt? Während in der Ukraine erneut zahlreiche Zivilisten bei russischen Luftangriffen sterben. Aha, okay. Wo jetzt genau und wie viele? Worüber sprichst du überhaupt, NTV? Das ist einfach nur Worthülsen. Während in der Ukraine erneut zahlreiche, ja, irgendwo werden schon russische Luftangriffe, werden schon irgendwo Zivilisten sterben. Das schreiben die halt einfach so. Im Sinne von, da werden schon irgendwo Leute kann sterben bei Luftangriffen. Ist halt Krieg, nicht wahr? Präsident Zelensky lobte die guten Beziehungen zum Nachbarland Polen und plant gemeinsame Zollkontrollen. Okay, sehr interessant. Tote Zivilisten in mehreren Städten. Mindestens 8 Menschen sind nach ukrainischen Angaben bla 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 bla. Müssen wir das noch irgendwie weiter ausführen? Nach ukrainischen Angaben. Welchen Grund hätte bitte die ukrainische Regierung, NTV hier tatsächlich Fakten zu liefern und die nicht zu belügen? Welchen Grund hätten die? Weil die alle so ehrlich sind? Das lässt sich in 5 Minuten widerlegen. Weil das eine lupenreine Demokratie ist, das lässt sich auch in 5 Minuten widerlegen.
Weil die westliche Werte vertreten? Was sind westliche Werte? Länder überfallen, Zivilisten umbringen, Massenmord, Bombardierungen, Anschläge, Terrorismus, CIA, Regierungen stürzen, Regime Changes, Putins Berater, Russland bereits für Verhandlungen. Russland ist nach Angaben eines Beraters von Präsident Wladimir Putin zu einer Wiederaufnahme der Gespräche mit Kiew bereit. Er sehe jedoch die Ukraine im Zugzwang, sagt Wladimir Medinsky am Sonntagabend im belarussischen Staatsfernsehen. Medinsky schloss auch ein Treffen zwischen Putin und Zelensky nicht aus. Doch dafür werde eine ernsthafte Vorbereitung benötigt, wie etwa ausgearbeitete Dokumente, die die Präsidenten dann unterschreiben können. Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Reaktion auf die Aussagen. Die Ukraine hatte die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges am Dienstag ausgesetzt. Danach im Übrigen finde ich auch schön. Kiesewetter übt scharfe Kritik an Scholz. Der CDU-Politiker Kiesewetter hat den Regierungskurs bei der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine angeprangert. Er warf Kanzler Scholz von der SPD am Sonntagabend Zögerlichkeit und ein Spiel auf Zeit vor. Zuvor hatte bereits CDU-Chef Friedrich Merz die Regierung kritisiert. Kiesewetter sagte bei Anne Will, die deutsche Industrie habe bereits am 28. Februar deutlich gemacht, dass sie sehr rasch um die 100 Leopard und um die 100 Marder ertüchtigen könnte. Bis heute gäbe es aber keinen Auftrag. Ja, na vielleicht vergeben wir nicht einfach so Aufträge an die Rüstungsindustrie, damit die Waffen liefern, die uns überhaupt gar nichts bringen, an ein Land, mit dem wir weder verbündet sind, noch in irgendeiner anderen Art und Weise verbandelt sind. Herr Kiesewetter! Liefern wir denn morgen irgendwelche Panzer für einen Bürgerkrieg in Afrika? Nee, machen wir nicht. Und warum machen wir das nicht? Weil uns diese Konflikte da unten nichts angehen. Wenn, dann versuchen wir dort die Konflikte mit Diplomatie aufzulösen. Oder wenn wir uns das mal anschauen, was ist denn hier eigentlich der Konflikt, worauf besteht denn das? Ah, okay, es gibt Streitigkeiten wegen zum Beispiel Lebensmitteln, dass wir sagen, okay, wir beliefern beide Seiten mit Lebensmitteln. Und hier, nee, wir beliefern jetzt eine Seite mit Waffen. Oh, oh, wow, okay, wow. Wir könnten Konflikte auf der ganzen Welt lösen, Freunde, nicht nur mit Geld. Das ist überhaupt gar nicht das Problem, weil es mich häufig in Konflikten, in blutigen Auseinandersetzungen gar nicht um Religion oder Kultur geht. Nein, es geht einfach nur um die Missstände dort, die dann in Konflikt halt ausarten. Machen wir aber nicht. Stattdessen tragen wir jetzt zur Eskalation bei, indem wir Waffen liefern und Geld für Waffen. Und damit übrigens Kriegspartei werden. Herr Kiesewetter. Wir sind bereits Kriegspartei. Herr Kiesewetter. Das ist jetzt also das Erbe des Zweiten Weltkrieges. Dafür sind so viele Deutsche gestorben. Millionen. Dass wir daraus gelernt haben, okay, Krieg. Hat ja alles so gut funktioniert, ne, 39 bis 45. Es hat ja so fantastisch funktioniert für uns und für die armen Russen, dass wir heute sagen, ja, wir bekämpfen die dann, also jetzt, also nochmal. Wir bilden Soldaten aus und bewaffnen die und schicken die dann in die Ukraine an die Front. Aber nein, wir sind ganz neutral. Also wir wollen auch gar nicht als NATO hier in den Krieg aktiv mit einsteigen. Wir wollen hier nicht so aktiv Kriegspartei werden. Nein, wir bilden nur Soldaten aus und schicken die dann mit deutschen Waffen an die Front. Ja, aber wir haben mit dem Krieg gar nichts zu tun. Abgesehen davon, dass wir noch Waffen schicken und noch Geld, so hinterher, ne, weil wir genug davon haben. Und nun wollen ausgerechnet die Russen, also ihr wisst schon, ne, Hitler 2.0, Wladimir Putin, außer wenn der will, verhandeln, ausgerechnet die ukrainische Regierung lehnt es ab. Aber ich bin mir ganz sicher, Freunde, dass wir gerade das Richtige machen. Ich bin mir wirklich ganz, ganz sicher, dass wir das Richtige machen. Und jetzt wird Kritik an, im Übrigen ist auch NTV, das ist die Machart der Zeit. Das ist genauso wie auch gerade die Tagesschau, Freunde. Die Tagesschau sagt, ja, das sind jetzt hier aber Berichte, die wir nicht überprüfen können von beider Kriegsparteien. Nein, das ist ein Bericht einer Kriegspartei, der Ukraine. Und da kann man ja noch so oft schreiben, dass diese Berichte nicht nachgeprüft werden können. Indem man einseitig berichtet, manipuliert man nun mal die Leserschaft. USA warnen vor chinesischen Militärstützpunkten auf Salomonen. Die Inselgruppe der Salomonen im Südpazifik hat trotz Widerstands der Nachbarn Australien und Neuseeland eine umstrittene Zusammenarbeit mit China in Sicherheitsfragen besiegelt. Kritik kommt auch aus den USA. Die USA haben nach der Unterzeichnung eines weitreichenden Sicherheitsabkommens zwischen China und den Salomonen vor der Errichtung eines chinesischen Militärstützpunkts in den strategisch wichtigen Inselstand gewarnt. Die USA würden in einem solchen Fall entsprechend reagieren, erklärte das Weiße Haus. Das kürzlich unterzeichnete Abkommen habe potenziell regionale Sicherheitsauswirkungen für die USA und ihre Verbündeten. Bedeutende Bedenken, Teilüberschrift. Das ist übrigens jetzt Deutsche Welle. Diese Botschaft habe eine US-Delegation der Regierung des Pazifik-Inselstaats übermittelt, hieß es aus Washington. Die Delegation hat dargelegt, dass die USA bedeutende Bedenken hätten und entsprechend reagieren würden, sollten Schritte unternommen werden, eine faktische, dauerhaft Militärpräsenz oder eine militärische Einrichtung zu errichten. Also um es mal zusammenzufassen, wenn die Salomonen jetzt auf die Idee kämen, diese derzeit propagierte Bündnisfreiheit in Anspruch zu nehmen, die der Ukraine ja offensichtlich zusteht, trotz der Sicherheitsbedenken der Russen. Wenn die Salomonen nun genau das Gleiche machen, was die Ukraine macht, droht die USA, und die haben es ja schon unterschrieben,
Aber wenn die halt auf die Idee kommen, jetzt das so umzusetzen, dann wollen die USA aktiv werden. Und es, ich sehe das als militärische Bedrohung, denn ihr wisst ja, immer wenn es um die Sicherheit der USA geht, Sicherheitsbedenken der USA, bedeutet es immer, dass es dann auch zum Kriegseinsatz kommt. Falls halt diese Grenzen, ne, der Wahrung der Sicherheitsinteressen der USA, wenn die halt verletzt werden. Und so hat es auch Sarah Wagenknecht zum Beispiel interpretiert, dass die USA jetzt den Salomon mit Krieg drohen, falls die Chinesen dort einen Militärstützpunkt bauen. Im Übrigen, die USA haben weltweit auf über 1000 militärische Stützpunkte, entweder Zugriff oder haben diese selbst errichtet und personell ausgestattet. Nur so als kleinen Hinweis. Russen und Chinesen haben entweder gar keine oder kaum militärische Stützpunkte außerhalb des eigenen Landes. Und wenn die jetzt auf die Idee kommen, einen auf den Salomonen zu errichten, dann drohen die USA mit Krieg. Damit seht ihr jetzt, dass mit der Bündnisfreiheit, ich finde, das ist im Übrigen, also dass die USA darauf hätten nicht verzichten können, dass sie nicht merken, dass wie lächerlich das eigentlich ist, aber offensichtlich verlassen die sich darauf, dass die Propaganda, gut, die Propagandamaschinerie in den USA, die funktioniert nahtlos. Die werden davon nichts mitbekommen dort. Dass die USA auf der einen Seite Bündnisfreiheit propagieren für die Ukraine und auf der anderen Seite den Salomonen aber mit Krieg drohen, falls die auch das Recht auf Bündnisfreiheit in Anspruch nehmen wollen. Und hier in Europa, wisst ihr was davon? Könnt ihr mir gerne unten in den Kommentaren mal schreiben. Habt ihr das mitbekommen oder hat das hier dann auch unsere Presse schlichtweg untergehen lassen? Hat es halt aktiv unter den Teppich gekehrt, dass wir auf der einen Seite halt für die Bündnisfreiheit in der Ukraine stehen, vor allem halt unser stärkster Verbündeter, die USA, und auf der anderen Seite wird den Salomon jetzt gedroht, falls die es wagen, ein militärisches Bündnis halt mit China einzugehen. Und vorhin, es geht nicht darum, hier gemeinsam auf ein Land einzugreifen, es geht darum, einfach nur einen Stützpunkt zu errichten, einen militärischen Stützpunkt, halt außerhalb von China. Es gibt jetzt noch ein, das habe ich mir leider selbst nicht geschickt, aber Freunde, ihr werdet es finden. Ich habe die Quelle leider mir nicht gespeichert, aber die USA haben jetzt Taiwan militärische Unterstützung zugesichert und das hat auf jeden Fall Potenzial für einen dritten Weltkrieg, also schon wieder, also das Konfliktpotenzial, die Eskalationspolitik des Westens, Freunde. Eigentlich seit dem Kalten Krieg hatten wir sowas in der Form nicht gehabt. Und es geht vor allem alles von den USA aus. Ne? Der Kalte Krieg jetzt gegen Russland, habe ich euch auch schon in früheren Videos aufgeklärt, das haben ja die USA von langer Hand geplant. Das ist jetzt nicht irgendwie was Neues. Dass jetzt auch das aktuelle Ziel ist, den Krieg in der Ukraine zu verlängern, als Stellvertreterkrieg gegen Russland, um Russland zu schwächen. Gibt es auch einen Artikel von Telepolis, wo das schön auseinandergenommen wird. Geht ja von den USA aus. Und ja, na klar, China will sich Taiwan holen und das ist auch ein Krieg. Und ich brauche über China nichts zu sagen, das ist auch eine lupenreine Diktatur. Ja, wenn man sich mit Xi Jinping auseinandersetzt, der Typ, der ist so dermaßen auf Parteilinie, das ist echt nicht normal. Die indoktrinieren sich selbst. Das ist ein sich selbst erhaltendes System, was also wirklich eigentlich auch beängstigend ist. So. Und dass die sich, wie gesagt, Taiwan holen wollen, die sehen da auch irgendeinen Anspruch drauf. Geht alles überhaupt nicht. Aber was noch weniger geht, das ist jetzt ein Bündnis zwischen USA und Taiwan. Weil wo soll denn das enden? Gut, auch entweder in einem Stellvertreterkrieg oder aber, wenn die Chinesen, Freunde, wirklich, dass die Chinesen, dass die Russen, dass die nicht so sind wie die Amerikaner, da bin ich so dankbar. Ja, die überfallen ja alles, was nicht bis drei auf dem Bäumen ist. Es ist ja wahrscheinlicher, dass auch das in einem Stellvertreterkrieg endet, USA, China. Und der Stellvertreterkrieg findet in Taiwan statt. Das bedeutet im Übrigen auch, falls das alles passiert, dass Taiwan zwischen China und zwischen USA zerrieben wird, so wie gerade die Ukraine zwischen Russland und USA zerrieben wird. Aber ihr merkt, also auf einer Seite ist immer USA. In so vielen Konflikten seit 1945 ist irgendwie immer die USA involviert, entweder direkt als Kriegspartei oder als Organisator oder als Brandstifter oder als die Partei, die halt Waffen und Geld liefert, um den Konflikt erstmal so richtig eskalieren zu lassen, nur das Ganze am Ende eine Blutbad endet. Und natürlich wird es Frieden in der Ukraine geben, Freunde. Irgendwann wird Frieden verhandelt. Spätestens dann, wenn eine der beiden Seiten keine Männer mehr haben, die man jetzt noch im Krieg verheizen kann. Jeder Krieg endet irgendwann in Verhandlung. Es endet auf jeden Fall immer irgendwo scheiße. Biden hatte ja schon mal Taiwan Unterstützung zugesagt, hat das Weiße Haus auch zurückgerudert und gesagt, Junge, das kannst du nicht erzählen in der Öffentlichkeit. Das können wir nicht machen. Wir eskalieren ja gerne. Und bitte hier, Joe Biden, nimm den Benzinkanister und gib den irgendwo in eine Feuer in Afrika oder sowas. Ist mir scheißegal. Aber China ist eine Großmacht. Aber jetzt ist es offiziell Zugeständnisse, militärische Zugeständnisse. Und es ist bisher natürlich nur erstmal Palaver. Das heißt, wenn es denn soweit ist, wenn wirklich China Taiwan angreift, können die Amerikaner immer noch sagen, oh nee, geht uns nicht an. Ja, ich weiß, ich bin Joe Biden, was ich gestern gesagt habe, interessiert mich doch heute nicht mehr. Das interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Aber falls sie das in die Tat umsetzen und tatsächlich keine Ahnung, China einen Krieg erklären, oder wie stellen die sich das vor? Also die Amerikaner, die haben ja zum Glück den Arsch in der Hose, die überfallen auch nur Länder, die schwächer sind. Wo sie ganz genau wissen, ja, die kriegen wir platt.
Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass die wirklich den offenen Konflikt mit China suchen. Telepolis hatte ja auch schon gemutmaßt, dass das hier eigentlich, also der Stellvertreterkrieg in der Ukraine, die Schwächung der Russen, eigentlich der Städte den Schwächungen der Chinesen dient. Das heißt, das Ganze ist immer noch nur Vorbereitung, damit sie den wirklichen Endboss angehen können, nämlich China, die sich ja jetzt hier langsam als Weltmacht hervortun. Und das kann natürlich das Imperium in den USA nicht zulassen. Freunde, das geht alles so dermaßen in die absolut falsche Richtung, wirklich. EU muss Verbindungen zur US-Regierung kappen. Die müssen auf jeden Fall alle US-Stützpunkte in Deutschland auflösen, danach alle US-Stützpunkte in Europa auflösen. Das Konfliktpotenzial, was in den USA ausgeht. Früher haben die einfach Länder überfallen, Vietnam, Korea, ne, ihr kennt das, auch in jüngster Zeit natürlich. Aber jetzt gehen die voll auf Eskalationspolitik, lassen andere für sich kämpfen, lassen andere für ihre Interessen bezahlen und das müssen wir beenden. Einen wunderschönen guten Tag, Politikinteressierte. Ich grüße euch. Wir reden heute wieder mal über den Russland-Ukraine-Krieg, beziehungsweise wir reden über alles, was da dran hängt. Nicht nur über den Konflikt selber. Es gibt ja nun Informationen, die leider nicht kommuniziert werden und das möchte ich dann hier an der Stelle mal übernehmen, denn wir werden im Moment mit Kriegspropaganda überschüttet. Wir sollen uns jetzt gegen Russland positionieren. Das machen wir im Moment auch, weil die Politik das einfach so entschieden hat. Genauer gesagt die Ampel, vor allem aber die Grünen. Wir tragen bisher also massiv zur Eskalation des Konfliktes bei. Interesse für Frieden gibt es nicht. Die armen Ukrainer, die leiden darunter. Die Ukraine wird jetzt zwischen USA und Russland komplett zerrieben. Ein Stellvertreterkrieg, wie wir den schon in Syrien erlebt haben. Und deshalb mache ich diese Videos. Ich bin weder pro Putin noch bin ich pro Krieg. Im Gegenteil, ihr wisst, also ich verabscheue Krieg wirklich. Es gibt nichts, was ich so sehr verabscheue wie Krieg, weil es ist einfach die höchste Eskalationsstufe. Da sterben dann einfach Menschen. Und warum? Warum sterben die ganzen Menschen? Richtig, um Einzelinteressen hier Geltung zu verschaffen. Es geht natürlich um US-Geopolitik, es geht darum, Russland zu schwächen. Putin lässt sich auf dieses Spiel ein. Alle Informationen haben wir darüber selbstverständlich nicht. Das, was uns die Medien bisher erzählen, nämlich, dass Putin lediglich ein größenwahnsinniger Herrscher ist, der hier die Sowjetunion wieder auferstehen lassen möchte, das ist wohl eher unwahrscheinlich. Es ist wahrscheinlicher, dass wir hier belogen und manipuliert werden, um eben den Russen hier als neuen Feind zu akzeptieren. So wie früher, was heißt früher, so wie vorher die Terroristen, so wie davor dem Irak, so wie Gaddafi in Libyen, so wie die Taliban in Afghanistan. Erst die Dämonisierung, die Definition des neuen Feindes, um ihn anschließend dann zu bekämpfen. Das machen wir bei Russland natürlich auch. Nicht nur, indem wir hier die Ukraine für einen Proxykrieg missbrauchen und die Ukrainer mit Waffen beliefern, um halt im Namen des Westens gegen den bösen Russen zu kämpfen. Nein, gleichzeitig führen wir in Schatten des Ukraine-Konfliktes einen massiven Wirtschaftskrieg gegen die russische Bevölkerung, die ja zu großen Teilen überhaupt gar nichts dafür kann. Viele von denen werden gar nicht wissen, dass es da Konflikte gibt. Die haben ja nicht mal ein Internet. Russland ist riesig, es ist ein Vielvölkerstaat. Und die werden jetzt aber alle gleichermaßen vom Westen halt attackiert. Und das wird natürlich nicht thematisiert, weil wir ja dann irgendwo schon so ein bisschen die Bösen sind. Und das kann man so natürlich nicht stehen lassen. Also werden wir von unseren Medien manipuliert und der Russe dämonisiert. Nicht nur Putin, sondern Russland im Allgemeinen, weil ja auch jeder sich die Frage stellen muss, was machen wir mit Russland nach Putin? Und die Frage wird jetzt schon beantwortet, indem halt Russland insgesamt als Land dämonisiert wird. Das heißt, es ist vollkommen egal, wer nach Putin kommt, die Russen sind die Bösen. Wirtschaftlicher Bruch ist natürlich ganz wichtig, steht ganz oben auf der Agenda, damit die USA davon profitieren und natürlich geht es auch darum, Russland allgemein zu schwächen, weil Russland, China, die könnten gemeinsam den USA gefährlich werden. Na, nebenbei ist natürlich auch der Bruch zwischen Europa und Russland allgemein, vor allem zwischen Deutschland und Russland, das ist ja ganz, ganz, ganz wichtig. Deshalb werden wir auch so massiv manipuliert, weil ein Wirtschaftsbündnis Russland-Deutschland, russische Ressourcen, deutsche Technologien, auch das wäre für die USA gefährlich. Und deshalb ist meine Meinung, so wie ich das bisher auch als recherchiert habe, dass hier die USA diesen Krieg befeuert haben. Die haben auch jegliche Friedensbemühungen bisher unterbunden. Es gab einen Putsch 2014 in der Ukraine, das wissen wir ja, das ist ja jetzt so eine Geschichte. Und ich denke aber, dass die USA das entweder durchgeführt oder zumindest begünstigt haben und dass im 2014 eine pro-russische Regierung weggeputscht und durch eine pro-amerikanische Regierung ersetzt wurde. Extrem nationalsozialistisch, aber das nimmt man halt im Westen schon mal in Kauf, solange die eben westliche Werte vertreten. Nun, wir gehen wieder ein paar Medienberichte durch, aber das war jetzt nochmal so als kleines Intro. Ich muss das hier jedes Mal wiederholen. Was wenig thematisiert wurde, das wird bei uns thematisiert, Freunde. Wobei ich natürlich immer nachvollziehbare Quellen verwende, die findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ich wusste es nicht. Ich weiß nicht, wie viele es von euch wussten. Das könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Die Ukraine drohte der NATO 2021. In dem Fall hat RND darüber berichtet, also Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Ukraine droht der NATO mit Wiederanschaffung von Atomwaffen. Die Ukraine sieht sich durch Russland bedroht. Das war noch logischerweise 2021 vor dem Krieg. Das war im April letzten Jahres. Die Ukraine sieht sich durch Russland bedroht und wird deshalb Mitglied der NATO werden. Ein Beitritt steht aber vorerst nicht an. Deshalb verliert Kiew zunehmend die Geduld
und droht dem Militärbündnis. Also ihr merkt schon, dieses aggressive Auftreten von Kiew, das gab es auch schon letztes Jahr. Diese ständigen Forderungen, diese Drohungen, diese Verleumdungen, die aggressive Wortwahl, direkt Parteien und Einzelpersonen anzugreifen, sofern die nicht ukrainische Interessen vertreten. Das gab es auch schon letztes Jahr und zwar hier auf allerhöchsten Ebene. Also es ist nicht so, dass sie sich da langsam vorgetastet haben. Nein. Die Regierung unter Zelensky hat es tatsächlich noch nie mit Diplomatie versucht. Und ihr merkt schon, bei diesem scharfen Ton gegen die NATO könnt ihr euch vorstellen, wie Zelensky mit Putin umgesprungen ist. Das ist da also weder von der NATO, noch von der EU, noch von der, noch von den USA, aber auch von Kiew gar keine Friedensbemühungen gab, auch vor dem Krieg nicht. Alle waren so auf Eskalation gebürstet und aus meiner Sicht ist das auch kein Zufall. Die NATO hatte ja zuerst Verhandlungen mit Putin komplett abgelehnt. Putin hatte ja bereits Forderungen aufgestellt. Das heißt, die Basis, den Krieg zu vermeiden, die wurde von Putin bereits geschaffen. Putin hat auch versucht, direkt mit dem Weißen Haus über die Ukraine zu reden, hat das Weiße Haus auch abgelehnt. Ja, wie Kiew reagiert hat, habt ihr ja nun schwarz auf weiß. Verlinke ich euch, wie gesagt. Entweder wir treten der NATO bei oder wir werden Atomwaffen anschaffen. Und ich denke, ein höheres Level der Eskalation gibt es nicht, außer sich atomar zu bewaffnen, um damit Russland zu drohen. Und zwar als Nachbarstaat von Russland. Unfassbar. Hier auch schon Melnik mit am Start. Entweder sind wir Teil eines Bündnisses wie der NATO und tragen auch dazu bei, dass dieses Europa stärker wird. Die Ukraine, ja, mit sowjetischen Panzern, ja klar, die brauchen wir ja unbedingt. Oder wir haben eine einzige Option, dann selbst aufzurüsten. Sagt der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrei Melnik, am Donnerstag im Deutschlandfunk. Freunde, ist das nicht schön? Ist das nicht Diplomatie? Das sagt ein Diplomat, Melnik. Entweder wir werden Teil von einem aggressiven Militärbündnis, das US-dominiert ist und die in den letzten Jahren mehrere Länder illegal bombardiert bzw. auch invasiert haben, im Fall von Afghanistan und Irak. Oder aber, wir bauen Atomwaffen. Das sagt ein Diplomat. Ihr merkt, das sind zwei militärische Optionen. Was da fehlt, ist die dritte, nämlich Diplomatie. Ein Diplomat hat vor dem Konflikt Diplomatie ausgeschlossen bzw. nicht in Erwägung gezogen. Da sage ich mir doch, deine Regierung bzw. auch der Botschafter der Regierung, der von vornherein schon so auf Krieg gebürstet ist, so auf Krawall gebürstet ist, da ist er nicht mal neutral. Geschweige denn, dass in irgendeiner Art und Weise auch ukrainische Interessen vertreten werden, also die Interessen des ukrainischen Volkes. Also Bestrebungen, das ukrainische Volk zu schützen. Melnik hätte eigentlich auch schon damals von der Bundesregierung fordern müssen, geht zu Putin und verhandelt mit denen. Das, was heute unter Verhandlungen vor dem Krieg verstanden wird, das waren Forderungen. Forderungen an Putin gerichtet, die Truppen zurückzuziehen von der Grenze. Ihr könnt euch bestimmt noch erinnern. Es gab aber keine Verhandlungen um die Position Russlands. Das, was also Putin erwartet hat vom Westen. Die Sicherheitsgarantien, die Putin gefordert hat. Also Sowjetunion 2.0 heute, das basiert nicht auf das, was Putin gesagt hat. Das ist eine Erfindung der Presse. Oder damit halt Russland dämonisiert wird. Die tatsächlich offiziellen Forderungen damals von Putin waren Sicherheitsgarantien. Und es ging natürlich um den Bürgerkrieg in der Ukraine. Auch dafür wollte Putin eine Lösung. Denn da wurden ja immerhin Ukrainer getötet von der Regierung Zelensky. Und auch von der Regierung vorher, seit 2014, wurden im Osten Ukrainer getötet. Ja gut, das waren jetzt Ukrainer, die Russisch gesprochen haben, Freunde. Das war halt denen ihr Problem gewesen. Und das war natürlich auch denen ihr Fehler. Will man seine eigene Sprache und Kultur pflegen in Osten und Ukraine, dann muss man immer damit rechnen, dass man getötet wird, Freunde. Also ich bitte euch, Diskriminierung ist nun mal Teil der westlichen Kultur. Ich weiß, das ist ziemlich zynisch, aber das ist nun mal das, was damals passiert ist. Heute und auch damals, 2021, da wurden die Ukrainer einfach als pro-russische Separatisten bezeichnet und zum Abschuss freigegeben. Durch die ukrainische Regierung, durch das Regime in Kiew, so würde man das heute sagen. Ich meine, Syrien war ziemlich ähnlich gewesen. Es gab einmal die Aufständischen und es gab die Regierung. Das war doch das Regime gewesen, oder nicht? Welches wir dann bekämpft haben, mit unseren westlichen Werten. Und die Aufständischen dort, die haben wir mit Waffen beliefert. Ja, das war ja auch okay. Jetzt ist es dann also dort andersrum. Jetzt haben wir wieder eine Regierung, die also Aufständische bekämpft, die eigenen Leute bombardiert. Aber jetzt ist es kein Regime mehr, weil wir die jetzt irgendwie unterstützen. Also ich muss sagen, da fehlt es mir doch ein bisschen an Verständnis dafür. Aber hier schon mal die Drohung mit Atomwaffen, um das Thema abzuschließen. Also das ist die Art und Weise, wie hier die Ukraine vor dem Krieg mit der NATO kommuniziert hat. Den US-General Christopher Cavoli wird die Verleihung des Bayerischen Verdienstordens am 14. Mai wohl nicht als wichtigstes Ereignis des Jahres 2022 in Erinnerung bleiben. Warum bekommt ein US-General bitte einen Bayerischen Verdienstorden für die zahlreichen Kriegsverbrechen der letzten 20 Jahre oder was? Die US-Armee hat nichts Produktives geleistet seit 1945. Die US-Armee hat ein Land nach dem anderen überfallen. Die US-Armee hat mehr Menschen umgebracht als irgendeine andere Armee seit 1945. Ja, und jetzt bekommt er einen Verdienstorden. Ja, würde mich interessieren, wofür. Denn alles spricht dafür, dass Cavoli im Sommer die Rolle des Kommandeurs für alle US-Streitkräfte in Europa sowie des NATO-Oberbefehlshabers übernimmt. Der Supreme Allied Commander Europe, SECER, keine Ahnung,
stammt stets aus den USA. Also ich fände es ja mal gut, wenn der vielleicht nicht aus dem kriegstreiberischsten Land der Welt kommt. NATO-Oberbefehlshaber ist immer ein amerikanischer Offizier, Freunde. Und das ist ein Grund, entweder die NATO aufzulösen oder die USA aus der NATO zu entlassen. Muss ich nochmal erwähnen, gibt es irgendein Kriegsverbrechen, was die USA zumindest in den letzten 20 Jahren ausgelassen haben? Von Terrorismus über Invasion bis hin zu Folter ist alles dabei. Er kennt den Kalten Krieg aus eigener Erfahrung. Schön, dass die Süddeutsche hier mal so als Randnotiz erwähnt, dass wir uns wieder in einem Kalten Krieg befinden. Aber einer, der von den USA gegen Russland begonnen wurde. Es gibt den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags und der veröffentlicht dann regelmäßig Berichte. Und es gibt einen Bericht des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags. Das kann man auf bundestag.de runterladen. Und der hat sich mit der Frage beschäftigt, wer hat eigentlich in Syrien zu Recht bombardiert und wer nicht? Wessen Intervention ist mit dem Völkerrecht vereinbar und wessen Intervention ist mit dem Völkerrecht nicht vereinbar? So, das ist besonders interessant, weil ja heute, wenn die Russen dämonisiert werden, auch gerne Syrien mit zur Sprache kommt. Ja, schaut mal, was die Russen gemacht haben in letzter Zeit. Da haben die ja auch mal Syrien bombardiert, nicht wahr? Dass die USA Syrien plattgebombt haben, das kommt natürlich in den Falle dann nicht zur Sprache. Wenn Syrien mit in Verbindung mit den USA genannt wird, dann heißt es immer, das ist Whataboutism. Das ist Whataboutism. Alle Kriegsverbrechen der USA in den letzten 20 Jahren sagen, das ist Whataboutism. Das hat mit dem Russland-Feldzug gerade gegen die Ukraine gar nichts zu tun. Gut, dass das auch allgemein auch schon vorher niemals thematisiert wurde als Kriegsverbrechen der USA. Also die Kriegsverbrechen der USA wurden nicht als Kriegsverbrechen der USA thematisiert, jedenfalls nicht in Europa, geschweige denn auf politischer Ebene. Ne, das ist dann aber auch egal in dem Moment. Ne, das ist ja jetzt alles Vergangenheit. Ne, das war ja 2019 der letzte Anschlag der US-Armee. Das interessiert uns jetzt nicht mehr. Jetzt geht es nur um Russland. Hör auf, über USA zu reden. Es geht um Russland. Und okay, dann schauen wir uns mal Russland an. Ne, Russland, gut, es gibt nur sowas wie Tschetschenien und Georgiens. Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Aber es gibt eben Syrien. War auch sehr populär gewesen und es ging ja auch eine ganze Weile. So, die NATO hat erstmal bombardiert. Allen vor allem natürlich die USA. Die haben über Syrien richtig viel abgekippt. Erst hat die NATO bombardiert und dann kam Russland. Das wurde sogar damals auch bei der BBK diskutiert, also bei der Bundespressekonferenz, und da hatte dann Jung gefragt, ne, warum eigentlich jetzt die russischen Bomben so schlimm sind, wir bombardieren doch auch. War sehr interessante Frage gewesen, die Antwort war wie immer ausweichend. Nun kam aber der wissenschaftliche Dienst und die PDF kann man sich bei bundestag.de runterladen. Der kam zu dem Schluss, die militärische Intervention der Russen ist mit dem Völkerrecht vereinbar, denn Russland wurde von Assad eingeladen. Die Amerikaner jedoch, denen ihre Intervention, kurz gesagt, irgendwelche Rebellengruppen dort zu bewaffnen, die nicht gewählt wurden, die unter keiner Kontrolle stehen, das war nicht mit dem Völkerrecht vereinbar. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages sagt, Russland in Syrien war völkerrechtlich vereinbar. USA in Syrien war völkerrechtlich nicht vereinbar, Freunde. Und heute wird aber Syrien als Argument gegen Russland verwendet, Freunde, immer wieder in der Öffentlichkeit. Ja, aber Russland und Syrien, was war denn das gewesen? Nein, die durften. Die Amerikaner durften nicht. Die Amerikaner haben da Scheiße gebaut. Die haben nicht irgendwelche Terroristen dort bewaffnet. Hauptsache, sie versuchen dort ein nicht US-freundliches Regime zu stürzen. Denn übrigens, und das wissen wir ganz genau, wäre Assad damals US-freundlich gewesen, der hätte sein ganzes Volk ausräuchern können. Washington hätte noch die Waffen dafür geliefert. Das ist doch Washington egal. Die haben seit 45 so viele Diktatoren unterstützt. Sogar Saddam Hussein, solange der gegen den Iran Krieg geführt hat. Melnik wütend über Verbot von Ukraine fahren. Der Melnik ist so beleidigend. Aus Sorge vor Auseinandersetzungen zwischen pro-russischen und pro-ukrainischen Demonstranten beim Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges erlässt die Berliner Polizei einige Auflagen. Darunter das vorübergehende Verbot der ukrainischen Fahne. Alle Fahnen waren verboten, Freunde. Es sollte einfach neutral sein, weil es ja einfach um den Zweiten Weltkrieg ging. Und Freunde, lest euch mal durch in den Geschichtsbüchern die Rolle der Ukraine im Zweiten Weltkrieg. Ja, da kommt nämlich der Name Stepan Bandera, der Hitler dabei geholfen hat, Juden um Russen umzubringen. Ja, aber wir müssen jetzt unbedingt, ne, zur Feier des Ende des Zweiten Weltkrieges müssen wir die ukrainische Fahne hissen, während aber alle anderen Fahnen verboten sind. Melnik kennt keine Grenzen. Melnik hat übrigens auch das Grab von Stepan Bandera besucht. Und nochmal, der Typ war ein lupenreiner Kriegsverbrecher, der mit Hitler zusammengearbeitet hat, mit den Nazis. Und Melnik hat sein Grab besucht. Melnik hat im Übrigen auch dieses Azov-Regiment verteidigt. Melnik twitterte, liebe regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, diese skandalöse Entscheidung der Polizei Berlin muss widerrufen werden. Widerrufen groß. Dieses sei eine Ohrfeige für die Ukraine und ein Schlag ins Gesicht des ukrainischen Volkes. Warum hat er nicht wieder was von sterbenden Kindern und Müttern geschrieben? Sei eigenartig, dass er tatsächlich geschafft hat, einen einzigen Tweet ohne sterbende Mütter und Kindern zu verfassen. Und ohne Vergewaltigung. Komisch. Ansonsten braucht er doch das Leid der ukrainischen Zivilbevölkerung immer für seine persönlichen Ziele. Vor allem halt für Waffen. Ach, nee, es geht noch weiter.
Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Melnik, dass man das öffentliche Tragen der ukrainischen Flagge in der Bundeshauptstadt untersagt, genauso wie die russische, unter welcher die schlimmsten Kriegsverbrechen gegen die ukrainische Zivilbevölkerung Tag und Nacht verübt und zehntausende Ukrainerinnen und Ukrainer, Frauen und Kinder kaltblütig ermordet werden, ist ein Riesenskandal. Gut, er hat es in den Tweet, hat das tatsächlich geschafft, es auszulassen, aber nur, um es später in ein Interview wieder nachzuholen, Freunde. Der Mann ist moralisch so dermaßen verkommen, mir fällt dazu nicht mehr ein. Und das ist ein Diplomat. Ein Diplomat, den wir als unerwünschte Person sofort ausweisen müssten, Freunde. Allein, wenn wir sagen, der ist menschlich hier nicht tragfähig. Nein, stattdessen wird er interviewt und es wird alles veröffentlicht, was der sagt. Und wenn es noch so krass ist, das zeugt nicht nur von fehlenden Fingerspitzengefühl. Das sagt Melnik. Der mit null Fingerspitzengefühl. Also, manchmal ist es Satire. Wenn es nicht wirklich echt wäre, hätte ich mir gedacht, das hat sich jemand einfallen lassen, um uns zu unterhalten und uns aber auch ein bisschen zu treffen. Das zeugt nicht nur von fehlendem Fingerspitzengefühl, das ist eine katastrophale politische Entscheidung. Alle Beteuerungen über Solidarität mit der angegriffenen Ukraine seien vor einem solchen Hintergrund nur leere Worthülsen. Beteuerung. Was der Mann meint, ist die Einmischung in den Krieg. Was Melnik meint, ist, dass der Kriegseintritt Deutschlands auf Seiten der Ukraine völlig wertlos ist, wenn wir die ukrainische Fahne wie alle anderen Fahnen zumindest zum Teil bei den Gedenktags zum Ende des Zweiten Weltkriegs verbieten. Wie alle anderen Fahnen auch. Nein, Melnik sagt, nein, eine Fahne muss erlaubt bleiben, unsere. Ansonsten ist der Kriegseintritt Deutschlands auf der Seite der Ukraine völlig wertlos. Das heißt nur Worthülsen. Die Panzer, die wir schicken, sind auch Worthülsen, oder wie kann man das verstehen? Und die Munition, die wir schicken, sind dann Worthülsen? Und das ganze Geld, diese Milliarden, die die EU jetzt also locker macht, das ist dann auch nur Worthülsen? Irgendwo muss man sagen, wir müssen auch mal Grenzen kennen. Wir haben überhaupt gar keinen Rückgrat mehr. Der kann alle politischen Ämter, kann der Melnik beleidigen, bis hin zum Kanzleramt hoch. Das ist im Moment einfach sein Recht. Er ist ja auch bloß eine Spielfigur auf dem Schachbrett. Aber der Melnik, der weiß das. Und der kostet das aus, Freunde. Der kostet das richtig aus. Der weiß, diese Affen da im Bundestag, die können überhaupt gar nichts. Die müssen mir jetzt dienen. Okay, Freunde, das war's dann erstmal. Ich habe eigentlich noch mehr, aber das Video ist schon wieder viel zu lang geworden. Oh ja. Und ich sehe uns im nächsten Video wieder. Alle Quellen in der Videobeschreibung. Regt euch nicht so sehr auf wie ich. Ich übernehme das schon. Bis zum nächsten Video. Ciao. Einen wunderschönen guten Tag, Politikinteressierte. Es geht heute wieder über den Russland-Ukraine-Konflikt und wie immer so als kleiner Hinweis, nein, es geht nicht darum, irgendeine Seite zu rechtfertigen. Es geht eigentlich nur darum, über die Hintergründe zu sprechen, Fragen aufzuwerfen, diese vielleicht nicht unbedingt zu beantworten, aber einfach eine Diskussionsgrundlage zu schaffen, die aus meiner Sicht gerade in Deutschland fehlt. Über Kriegspropaganda in Deutschland hatte ich jetzt schon oft berichtet, dass wir also als Volk darauf eingestimmt werden, uns in den Krieg einzumischen, der uns überhaupt nichts angeht und gleichzeitig eigentlich eher im Schatten des Russland-Ukraine-Kriegs einen wirtschaftlichen Angriffskrieg gegen Russland zu führen, der unsere eigene Wirtschaft im Moment erheblich schadet und sich nun auch bei uns direkt dann im Geldbeutel halt bemerkbar macht. Energiepreise zum Beispiel steigen enorm, Lebensmittelpreise steigen auch, teilweise wegen der Ukraine, teilweise nützt es allerdings auch unsere eigene Wirtschaft schamlos aus, um Preise zu erhöhen und es treibt Spekulanten auf den Plan, die hier nun natürlich die Möglichkeit sehen, mit knapp werdenden Ressourcen zu spekulieren und sich da als Zwischenhändler noch eine Scheibe abzuschneiden. Natürlich auch hier zu Lasten natürlich des einfachen Bürgers, der jetzt eben nicht nur die Kosten des Krieges mittragen darf, sondern der hier auch dann die Gewinne von Spekulanten und Energiekonzernen hier noch mitträgt. Nette Mehrbelastung. Unsere Ampel hat in der Zwischenzeit nichts anderes zu tun, als Milliarden zu verschieben in die Privatwirtschaft, aber auch Milliarden in den Krieg zu stecken. Und ich habe mir gestern mal so die Frage gestellt, warum eigentlich das alles? Unsere Politik diskutiert gerade die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine. Die USA liefern schon, Großbritannien liefert, verschiedene Länder liefern, die es sich vor allem halt leisten können und die offensichtlich auch irgendwo ein eigenes Interesse verfolgen. Warum haben wir denn dem Irak keine schweren Waffen geliefert? Warum wurde der Irak? Warum wurden die Wünsche des Iraks nach schweren Waffen damals nicht in unseren Medien thematisiert? Saddam hätte bestimmt auch gerne deutsche Leopardpanzer gehabt, die haben wir die aber nicht geliefert und wir haben auch nie darüber diskutiert, was Saddam will, wann er es will und inwiefern er in der Lage ist, das zu bezahlen oder ob man auch nicht noch Geld noch hinterher schieben müssen, damit er sich halt gegen die US-amerikanische Invasion verteidigen kann. Jetzt allerdings
ist es Thema. Manche begründen es damit, dass die Ukraine halt in unserer Nähe ist. Okay, das ist jetzt so ein bisschen diskriminiert und rassistisch, aber ne, also wenn man anfängt, ne, wegen der geografischen Herkunft jetzt Hilfe zu leisten oder natürlich im Falle vom Irak, Afghanistan, Syrien, Libyen, Jemen und so weiter, dann eben nicht zu helfen, nicht mal humanitär. Dass man sagt, okay, wir liefern halt Lazarette nach in Irak oder Afghanistan. Habe ich mir mal gestern so Gedanken drüber gemacht. Warum jetzt plötzlich? Unsere Medien, also ein Teil unserer Medien, sind dafür. Also für die maximale Eskalation. Frieden wird zum Beispiel überhaupt gar nicht diskutiert. Es wird nicht thematisiert. Es gibt nicht Zeitungen, die jetzt zum irgendwelche Experten interviewen, die der Meinung sind, dieser Konflikt wäre am besten zu lösen, wenn man sich mit Putin an einen Tisch setzt. Das wird in unseren Zeitungen nicht thematisiert. Was unsere Zeitungen gerade thematisieren, das sind die Forderungen nach Lieferung von schweren Waffen in die Ukraine, also in einen Krieg. Es gibt zurzeit die breite Forderung in den Medien unserer und in der Politik, die breite Forderung, in den Krieg aktiv einzugreifen. Das heißt, aktiv, das tun wir ja bereits, indem wir uns für eine Seite entschieden haben und die mit Waffen und mit Geld ausstatten. Es geht letztendlich geht's ums Töten. Das ist auch der Grund, warum sich Deutschland ja eigentlich nicht in Konflikte einmischt, weil wir haben halt, naja, so viel umgebracht, dass sie gesagt haben, naja, am besten wir halten uns aus Konflikten raus. Ne? Deutschland, Krieg führen, haben wir nicht gute Erfahrungen gemacht. Also weder die gegnerische Seite noch wir selber. Jetzt spielt aber unsere Geschichte, die so oft thematisiert wurde, spielt plötzlich überhaupt gar keine Rolle mehr. Kriegspropaganda ist plötzlich kein Problem. Ein aktives Einmischen in einen Krieg, der uns überhaupt nichts angeht, ist plötzlich auch kein Problem. Im Gegenteil, es wird gefordert. Von den Medien wird es gefordert. Da scheint ja jeder seinen Verstand abgeschaltet zu haben. Die Grünen fordern das. Ja, nicht nur Annalena Baerbock. Mittlerweile auch Hofreiter. Da schämen die sich ja nicht mal für. Wo ich mir denke, entweder haben die alle keine Ahnung von dem, was sie da reden. Die können sich die Konsequenzen nicht ausrechnen. Oder aber, die vertreten hier externe Interessen. Das heißt, die sind Teil einer Interessensgruppe. Was natürlich für Volksvertreter überhaupt gar nicht geht. Weil ein Volksvertreter sollte nur die Interessen des Volkes vertreten. Dafür werden die gewählt, dafür werden die bezahlt. Und wenn man dagegen verstößt und stattdessen das Amt missbraucht, um eigene Interessen zu vertreten, wo immer die Motivation herkommt, dann gehören die für mich ins Gefängnis. Also wird auf jeden Fall eine Strafverfolgung halt stattfinden, es muss alles aufgedeckt werden und dann müssen die, wenn man die Schuld nachweisen kann, definitiv ins Gefängnis. Damit halt andere Politiker dann wissen, oh, wir sollten dann vielleicht doch machen, wofür wir gewählt wurden. Wir sollten vielleicht einer Demokratie gerecht werden. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, warum das alles? Es werden immer mehr Forderungen nach der Lieferung von schweren Waffen laut. Allerdings scheint es absolut keine öffentliche Diskussionsbasis für Frieden zu geben. Friedensverhandlungen. Im Gegenteil. Ich habe erlebt, dass die Friedensbewegung dumm gemacht wird. Dass es dann Interviews gibt, dass es öffentliche Diskussionen gibt, was diese Friedensbewegung sich da nur, was die sich da nur einbilden. Der Pazifismus könne man sich jetzt nicht leisten. Es gibt einfach Meinungen, dass wir jetzt aufrüsten müssten, dass das jetzt vernünftig wäre. Und das vor dem Hintergrund, dass der Erste Weltkrieg vor allem deshalb ausgebrochen ist. Und plötzlich ist das jetzt neue Agenda. Wir müssen wettrüsten. Da habe ich mir drüber Gedanken gemacht. Ich habe ja gesagt, unsere Medien, die sind ja im Moment auch auf Kriegspropaganda gebürstet. Nicht alle. Ja, man kann immer schön halt sehen, welcher Konzern gerade politisch wie eingestellt ist. Also welcher Medienkonzern. Das darf auch in der Demokratie nicht sein. Nun, wie manipulieren jetzt die Medien die öffentliche Meinung? Das ist ganz einfach. Richtig, Propaganda ist schwierig, Volksverhetzung ist verboten. Also macht man das, wie ich das so oft auch schon bewiesen habe, über einseitige Berichterstattung. Man druckt ständig Meinungen ab von sogenannten Experten, irgendwelche Einzelmeinungen von Personen, von denen ich noch nie was gehört habe, von irgendwelchen Politikern, teilweise deutschen Politikern, teilweise halt Politikern aus Europa oder gar aus den USA. Oder man veröffentlicht Meldungen von der CIA, von britischen Geheimdienst, von der Ukraine natürlich auch. Wichtig ist in dem Falle, dass es Meldungen oder Meinungen oder Aussagen sind, die einer bestimmten politischen Agenda folgen. Meinungen, die halt einer anderen politischen, einer gegensätzlichen politischen Agenda folgen. Selbst wenn diese Meldungen vielleicht aus viel seriöseren Quellen kommen. Also nicht von der Ukraine, nicht vom CIA, die schon so oft gelogen haben. Diese Meldungen werden dann nicht abgedruckt. Auch wenn sie seriöser sind, selbst wenn die einen höheren Wahrheitsgehalt haben. Mittlerweile schreiben ja schon einige Zeitungen, dass die genannten Informationen nicht überprüft wurden, sondern eben zum Beispiel von der ukrainischen Regierung stammen und deshalb nicht auf Wahrheit überprüft werden können. Und unsere Presse ist keine Gerüchteküche. Und das ist jetzt aber gerade massiv der Fall, dass unsere Presse Gerüchte verbreitet. Und das ist für mich Propaganda, das ist Kriegspropaganda in dem Falle. Was die Lieferung oder die sogenannte Forderung von schweren Waffen angeht, wenn man sich jetzt so die Zeitungsartikel durchliest, bekommt man das Gefühl, dass die Mehrheit der Politik, dass einfach die Mehrheit der Menschen in Deutschland, in Europa, natürlich in den USA, das eben wünscht, dass es eben jetzt das Richtige ist, weil die Mehrheit ja immer recht hat. Ja, wir müssen jetzt schwere Waffen liefern. Das wird so dargestellt, dadurch, dass immer wieder Abdrucken von Einzelmeinungen, die eben pro-ukrainisch sind, wird jetzt der Eindruck erweckt, dass Scholz hier einen Fehler begeht.
dass wir uns in eine gefährliche Passivität begeben, wenn wir uns nicht einmischen in den Krieg. Zögerlichkeit ist im gemeinsamen Handeln begründet. NTV ist natürlich auch wieder ein Zitat. Ist ja klar. Es ist wieder eine Einzelmeinung. Saskia Esken in NTV Frühstart. Zögerlichkeit ist im gemeinsamen Handeln begründet. Genau das. Das Abbilden einer Einzelmeinung, dann auch gleich das Abbilden der Einzelmeinung im Titel, halt als Zitat, damit es eben so aussieht, als wäre das jetzt eben ein recherchierter Artikel und die Meinung eben der Zeitung, weil wir ja ein gewisses Vertrauen halt in die Presse setzen. Was hier dann aus meiner Sicht dann einfach nur noch genutzt wird, um einer politischen Agenda hier in irgendeiner Art und Weise Substanz zu verleihen. Die deutsche Bundesregierung steht im Ausland für ihr Verhalten gegenüber der Ukraine in der Kritik. Wo im Ausland? In Polen? Die stark hier eigene Interessen vertreten mit ihrer pro-ukrainischen und pro-amerikanischen und anti-russischen Haltung? Oder reden wir von den USA, die aus meiner Sicht diesen ganzen Konflikt überhaupt erst möglich gemacht haben? Man könnte ja auch schreiben, die deutsche Bundesregierung steht im Ausland für ihr Verhalten gegenüber Russland in Kritik, indem man hier die Meinung von Regierungen oder von irgendwelchen Politikern aus dem Ausland, aus Indien, Indonesien, Iran, China oder gar Russland, indem man Meinung von den Politikern hier eben abdruckt. So kann man das Bild komplett umkehren. So, SPD-Chefin Saskia Esken erklärt im NTV Frühstart die oft angemahnte Zögerlichkeit. Wer mahnt hier ab? Ihr merkt, das ist alles allgemein geschrieben, die oft angemahnte. Und schon erweckt das den Eindruck, dass wir hier gerade was Falsches machen. Nämlich indem wir uns eben passiv verhalten, indem wir jetzt zum Beispiel aktuell wieder rund 1 Milliarde von Steuergeld, welches wir im Übrigen auch gar nicht besitzen, also wir geben Geld aus. Ihr wisst ja, ne, wir beleihen die Gewinne der Zukunft. Oder es kommt wieder aus dem Sondervermögen. Pumpen wir jetzt in die Ukraine. Und wir pumpen zusätzlich auch noch Waffen in die Ukraine. Nur eben keine Leopard-Panzer. Wozu wir auch nicht das Recht haben. NTV, Freunde. Jedes Mal ist auch NTV dabei. Und T-Online. Und natürlich Welt und Bild. Na gut, Bild nicht, Freunde. Also ich habe ja auch meine Grenzen. Wenn wir jetzt hier über Presse reden, dann reden wir nicht über Bild. Betont die Wichtigkeit gemeinsam handelns und verteidigte ukrainischen Botschafter Andriy Melnyk. Ja, da weiß man doch gleich Bescheid über SPD-Chefin Saskia Esken, wenn die Melnyk verteidigt. Über den habe ich letztes Mal schon gesprochen. Über den habe ich schon jetzt in vielen Videos gesprochen. Der Mann ist mega dreist. Er missbraucht Opfer des Krieges, zivile Opfer des Krieges missbraucht er, um an Waffen ranzukommen. Er hat sich der moralischen Erpressung schuldig gemacht. Nicht nur der deutschen Regierung, er erpresst alle möglichen Regierungen. Immer mit dem gleichen Tenor. Entweder er liefert uns jetzt Waffen, damit wir Russen töten können, oder ihr seid direkt verantwortlich für den Krieg. Und das hat er sogar auch getwittert. Also, ich will das jetzt nicht alles nochmal aufrollen, Freunde, aber wer anfängt, den Mann zu verteidigen, der ist aus meiner Sicht nicht neutral. Und der ist aus meiner Sicht auch nicht glaubwürdig. Das sollte man mal genauer hingucken. Über Botschafter Melnyk habe ich ganz zum Schluss noch was zu sagen. USA rüsten Ukraine weiter auf. An denen sollen wir uns jetzt ein Beispiel nehmen. Viele der Waffen, mit denen die ukrainische Armee die russischen Angreifer bekämpft, wurden aus dem Ausland importiert. Angesichts der erwarteten Großoffensive in Donbass will nicht nur die EU mehr Rüstung schicken. Auch die USA versprechen Lieferung. Die Liste ist umfangreich. $800 Millionen pumpen die USA jetzt nochmal in diesen Krieg. 1 Milliarde kommt nur von Deutschland. Keine Ahnung, wie viel von Großbritannien kommt und von anderen EU-Ländern. Die pumpen auch alle Geld oder Waffen in diesen Ukraine-Krieg. Ist doch geil, oder? Das ist Friedenspolitik, Freunde. Friedenspolitik des Westens, das sind unsere westlichen Werte. Wir pumpen Geld und Waffen in einen Krieg. Wow. Jetzt gucken wir mal ganz kurz in unser Geschichtsbuch. Ich denke mal, ich habe bestimmt noch eins da von damals. Wann ein Krieg auf die Art und Weise gelöst wurde, dass mehrere Staaten da Geld und Waffen reingepumpt haben. Also nicht, das wird den Krieg irgendwann lösen. Klar, die Ukraine ist dann zerstört und auf beiden Seiten gibt es unfassbar viele Tote. Das ist ja im Moment das Ziel. Und das kann sich jeder ausrechnen. Jeder, der so ein bisschen Ahnung von Militär hat, jeder, der ein bisschen Ahnung von Krieg, Strategie etc. hat, der kann sich das ausrechnen, wie das genauso endet. Und nicht anders. Das ist im Moment der einzig mögliche Ausgang. Es werden jede Menge Ukrainer sterben, es werden jede Menge Russen sterben und die Ukraine wird zerstört. Also alle größeren Städte und es kommt natürlich dann zur Massenflucht, weil die Leute müssen irgendwo leben. Es wird ja auch die Infrastruktur zerstört. Wasseraufbereitungswerke, Elektrizitätswerke, Umspannwerke, Überlandleitungen, Stromversorgung wird zusammenbrechen. Krankenhäuser wird es letztendlich auch treffen. Das lässt sich bei Bombardements nicht vermeiden. Die Städte werden so weit zerstört, dass die Menschen dort nicht mehr leben können. Das haben wir in Syrien, in Libyen, das haben wir in Afghanistan, im Irak beobachtet. Ja, das waren NATO-Bomben, deshalb hat sie keinen interessiert, aber letztendlich sind die Auswirkungen die gleichen. Die US-Regierung hat der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges Ende Februar damit bereits Waffen im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar zugesagt oder geliefert. 2,5 Milliarden. Mit dem Geld könnte man übrigens den Welthunger bekämpfen. Das ist eine Summe, die ist groß genug,
hier wirklich einen Impact zu erzeugen, dass man wirklich den Welthunger aktiv bekämpfen kann. Man kann ihn nicht beseitigen, auch nicht für ein Jahr. Aber man kann ihn aktiv bekämpfen. Und mit dem, was die EU jetzt noch mit reinpumpt, Freunde, da kann man wirklich was bewegen. Hier nicht davon, den Ukrainern jetzt die Mittel in die Hand zu geben, Russen zu töten. Ich rede davon, Menschen zu retten, ohne negative Folgen. Freunde, davon rede ich. Wir könnten auch den Klimawandel bekämpfen. Das wäre auch möglich. Und von den 100 Milliarden, die Ampel verschoben hat, was man damit alles anstellen kann, damit kann man den Welthunger tatsächlich beenden. Und das nicht nur kurzfristig, vielleicht sogar langfristig. Das könnten wir jetzt machen. Also nur, um auch an der Stelle nochmal die Motivation unserer Politik und der Medienkonzerne hier nochmal in Frage zu stellen. Es wird mal geredet davon, dass wir Zivilisten retten können. Also wir könnten mit dem Geld viel mehr Zivilisten retten an einer anderen Stelle. Und würden damit auch gleichzeitig keine Eskalationspolitik fördern, was wir jetzt ja gerade machen. Auch wenn die immer sagen, wir mischen uns nicht ein. Ja, die USA und auch Deutschland, die sagen offiziell weiterhin aus, die NATO wird sich nicht einmischen. Das ist aber eine interessante Aussage, weil die ja getätigt wird, während sich die NATO einmischt. Also hier wird ja aktiv auch gelogen. Das ist ja auch NTV. Das ist bloß Zufall. Plötzlich bangt Schwesig um ihr Amt. Quittung für Erdgaspolitik. Quittung für Erdgaspolitik. Das ist eine Aussage. Also ja, ich sagte ja, Presse sollte neutral sein und nicht sowas schreiben. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig steht massiv unter Druck. Okay. Und durch wem jetzt genau? Zu lange verteidigt sie Nord Stream 2. Und da geht es noch um Umweltstiftung, das lassen wir jetzt mal außen vor. Zu lange verteidigt sie Nord Stream 2. Hier wird also so getan, als wäre Nord Stream 2 irgendwann mal was Schlechtes gewesen. Die Voraussetzung für diesen Artikel, sie ist gleich unter Druck und so, weil, stellt euch mal vor, die waren mal für Nord Stream 2 gewesen. Wie konnte man, das hat ja auch Melnik der SPD vorgeworfen, ne? Wir haben es ja mal gewagt, mit Russland zusammenzuarbeiten. Die Dämonisierung Russlands geschieht gerade auf einem Level, Freunde, das kennen wir von 33 bis 45, dass das nochmal möglich ist. Ich habe das wirklich nie gedacht, dass man aus dem Nichts nochmal so einen Feind erzeugen kann, Freunde. Ich habe das nicht für möglich gehalten. Es geht trotzdem. Menschen lassen sich manipulieren. Das finde ich aber noch nicht mal so dramatisch. Ich finde es dramatisch, dass sich Menschen finden, die andere manipulieren wollen. Die so krass eigene Interessen vertreten. Die eben mal ein gesamtes Volk, ein gesamtes Land dämonisieren. Damit wir dazu aufgepeitscht werden, diese Menschen zu hassen. Dass es immer noch Leute gibt, die daran interessiert sind, Völker gegeneinander aufzuhetzen. Und nochmal, Volksverhetzung ist in Deutschland verboten. Dennoch ist es gerade Agenda, politische Agenda in Deutschland. Wir müssen aufgehetzt werden gegen das russische Volk, um Einzelinteressen zu akzeptieren, die uns aber selbst auch treffen. Einzelinteressen, die das russische Volk treffen und das deutsche und auch Europa treffen, Freunde. Und das wird eben auch auf diese Art und Weise kommuniziert. Das Siegerlächeln ist aus Manuela Schwesigs Gesicht verschwunden. Wie kann man sowas nur schreiben? Bei der Landtagswahl im September hatte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin die Sozialdemokraten noch zu einem fulminanten Erfolg geführt. Die Macht im Land zementiert, und ihre eigene Position in der SPD-Spitze gefestigt. Gut 6 Monate und viele tausend russische Granaten und Raketen auf die Ukraine später ist Schwesig in Erklärungsnot. Was ist denn das bitte für ein Zusammenhang, der hier einfach mal völlig künstlich erschaffen wird? Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das eine, was sie da supportet hat, das war ein Wirtschaftsprojekt zwischen der russischen Wirtschaft und der deutschen Wirtschaft, beziehungsweise der europäischen. Das ist ewig her. Da sind schon Gelder geflossen, da sind Verträge unterschrieben worden. Und ja, die Politik hat das halt abgesegnet. Ich weiß nicht, ob das Pflichtprogramm war, aber bei so einem großen Projekt vermutlich schon. Vielleicht sind ja auch Steuergelder geflossen. So, die Amerikaner haben sich dann eingemischt in deutsche Wirtschaftspolitik. Da haben die Zeitungen hier nicht angefangen, gegen die USA zu hetzen. Warum die sich jetzt hier in unsere Wirtschaft einmischen? Warum die jetzt hier unsere Souveränität uns nehmen wollen? Warum die uns jetzt hier erpressen? Nee, stattdessen das Ganze jetzt umgekehrt. Plötzlich heißt es, wir hätten das Projekt schon viel früher beenden müssen. Wir hätten doch sehen müssen, dass die Russen jetzt, dass sie so finster sind, so böse, dass man mit der russischen Wirtschaft halt nicht zusammenarbeiten darf. Weil es ja dann zu den Schlussfolgerungen kommt, wenn die auch nur 1 Euro in irgendeiner Art und Weise oder Dollar oder welche Währung auch immer mit Deutschland verdient, dann fließt dieses Geld, dieses russische Geld, dieses böse Geld, fließt das sofort in den Krieg. Das ist aber Schwachsinn. Russland ist im Vergleich zu Deutschland recht wohlhabend, was jetzt Wirtschaftsleistung und die Schulden angeht. Deutschland ist hoch verschuldet. Und wir werden jetzt noch höher verschuldet, Freunde. Wir schaden unserer eigenen Wirtschaft, wo das Ganze hingeht. Das kann man sich ausrechnen. Müssen wir mal Dirk Müller euch anschauen. Der kann euch das sagen. Als Wirtschaftsexperte. Das könnt ihr aber so online nicht lesen. Von unseren Medien. Weil das wäre ja nicht geil. Dann wären wir nicht mehr antirussisch genug. Aber jetzt komme ich mal zu den Gedanken. Das ist jetzt wieder viel zu viel Gequatsche. Freunde, warum das jetzt alles? Ne? Warum müssen wir plötzlich aktiv werden? Warum ist
Passivität, sich nicht in einen Konflikt einmischen, die nicht anheizen, nicht Öl ins Feuer gießen, nicht zur Eskalation beitragen, nicht zum Sterben beitragen und noch mehr Leid verursachen, mitverursachen. Wir sind letztendlich Mitverursacher, wir beteiligen uns nur mal aktiv. Aber die können die noch so oft sagen, die NATO hält sich raus, wir werden da nicht mitkämpfen. Na, das tun wir, indem wir halt Waffen liefern und Geld liefern. Aber warum ist eine friedensstiftende Haltung plötzlich verpönt? Warum ist man damit plötzlich ein Täter? Melnik, warum der sich so verhält? Ist klar. Nee, ist eigentlich nicht klar. Ja, warum? Ich meine, der reitet seine eigenen Landsleute mit ins Elend. Ne? Muss man so sagen, wie es ist. Über den wollte ich zum Schluss noch was sagen. Wird das Video wahrscheinlich doch wieder zu lang. Nun, erstmal glaube ich, dass die Grundmotivation von den USA auskommt. Ja, also wenn man sich so das ein bisschen anschaut, wie sie sich verhalten haben, die sind 2014 sofort da rein, als die alte Regierung weggeputscht wurde, als die pro-westliche Regierung sich selbst installiert hat, waren die USA ja sofort auf der Matte, haben Verträge abgeschlossen, Deals, da wurden Gasvorkommen im Osten gefunden, die neue Regierung, damals die Übergangsregierung, eine der drei Parteien war ultranationalistisch gewesen, ja, es gab definitiv Nazis. Die verehren Bandera, über den könnt ihr ein bisschen was nachrecherchieren. Der hat mit Hitler zusammen Juden umgebracht. Da habe ich euch einen Bericht von den öffentlich-rechtlichen Monitor, habe ich euch mal verlinkt. Da wurde das thematisiert. Panorama hatte das Ganze thematisiert. Da gab es auf jeden Fall einen Hintergrund, hat den Amerikanern nicht interessiert. Das ist denen vollkommen egal, aber die haben auch in der Vergangenheit immer mit Diktatoren zusammengearbeitet und Demokratien gestürzt. Die Amerikaner haben geopolitische Interessen und ich denke, dass die hier auch maßgeblich sind. Wir haben die NATO-Osterweiterung, wir haben den Aufbau von US-Raketensystemen in Polen, in Ungarn. Wir haben ein US-Radarsystem, ein militärisches in der Tschechei, Atombomben in Deutschland, Drohnen, einen Flughafen, Militärstützpunkt und natürlich, ganz, ganz wichtig, US-amerikanische Truppen in Deutschland, in Osteuropa, also in der Nähe der russischen Grenze. Raketenabwehrsysteme in der Nähe der russischen Grenze. Das Radarsystem erfasst die, ja, ihr habt schon erraten, die russische Grenze. So, Ukraine sollte auch in die NATO, wenn man bedenkt, wenn Polen, Ungarn und die Tschechei und Deutschland mit US-amerikanischen Truppen und Gerät ausgestattet wurden, dass es bei der Ukraine dann auch der Fall sein wird, wenn die ein Teil der NATO ist. Die wollten ja auch in die NATO. Also kurz gesagt, es gab auf jeden Fall Aggressionen seitens der USA. Die haben immer mehr in die Richtung russische Grenze gepusht. Dann gibt es auch noch die ganzen illegale Kriege in der Vergangenheit, wo die NATO mit reingezogen wurden, ausgelöst allerdings immer durch die USA. Es sind unglaublich viele Menschen gestorben. Eigentlich muss man so sagen, die Regierungen in Washington, die verschiedenen, haben gezeigt, wir sind bereit zu morden. Egal, ob es hunderttausende Zivilisten sind oder auch prominente Persönlichkeiten. Iran 2019, der Anschlag. Im Irak genauer gesagt. Also die Bedrohung, die ist auf jeden Fall da. Ich denke, die USA wollen zwei Dinge erreichen. Punkt 1 ist ein wirtschaftlicher Bruch zwischen Russland und Deutschland. Die haben vorher versucht, Druck auf Deutschland aufzubauen, dass wir eben Wirtschaftsprojekte mit Russland einstellen. Vor allem aber, dass wir eben Nord Stream 2 kippen. Ist ja letztendlich nicht so wirklich passiert. Letztendlich, die USA waren nicht erfolgreich damit. Da gab es ja diesen Brief auch von US-Senatoren, die haben Deutschland ja richtig erpresst mit Handelssanktionen gegen den Hafen, gegen Einzelpersonen, gegen Unternehmen und die Sanktionen sind vernichtend wirtschaftlich. Die haben von nichts zurückgeschreckt. Aber die Union damals hat Nord Stream 2 eben nicht gekippt. Die haben zwar ein bisschen geschimpft, so, also das finden wir jetzt aber so gar nicht toll, aber Nord Stream 2 wurde nicht gekippt. So, das heißt, ein Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit Deutschland-Russland stand zumindest noch im Raum, beziehungsweise es war für die USA immer noch eine reale Gefahr, weil mich die Wirtschaftsmacht Deutschland mit dem ressourcenreichen Land Russland vereint eine Konkurrenz darstellt für das Imperium USA. Die sind die Nummer 1 und das wollen die auch verteidigen. Wenn sie dafür morden müssen, dann machen die das. Das haben die seit 45 auch mehrfach bewiesen. Also ein wirtschaftlicher Bruch, damit Deutschland als Wirtschaftsmacht eben nicht mehr mit den Russen zusammenarbeitet, sondern mit den USA. Wir sollen also erstmal dort Waren einkaufen, das machen wir jetzt ja auch. Rüstungsgüter kommen aus den USA. Gas, schmutziges und gleichzeitig viel zu teures Gas, kommt auch aus den USA. Und auf der anderen Seite schwächen wir natürlich damit auch irgendwo die russische Wirtschaft. Und es kommt eben nicht zu diesem Zusammenschluss, diesem wirtschaftlichen Zusammenschluss beider Länder. Das hatte Dirk Müller auch schon so vorhergesehen. Jetzt habe ich aber überlegt, warum jetzt eben diese Lieferung von schweren Waffen, weil der wirtschaftliche Bruch ist schon vollzogen. Die EU wird so schnell nicht wieder mit Russland handeln. Die Sanktionen werden so schnell nicht wieder aufgehoben, zumal wir dafür ja auch die USA brauchen. Es reicht nicht, dass Deutschland die Sanktionen aufhebt, wenn die USA die Sanktionen nicht aufheben, weil sobald ein Unternehmen aus Deutschland mit den Russen dann handeln, wird das mit russischen Unternehmen oder gar Güter dann auf den russischen Absatzmarkt vertreibt, dann würden ja die USA kommen und das Unternehmen sanktionieren und wirtschaftlich kaputt machen. Also es gäbe einen Angriff der USA auf dieses Unternehmen. Egal, ob wir dann doch die Sanktionen mittragen oder eben nicht. Aber das erklärt eben nicht, warum wir jetzt diesen Krieg noch anheizen mit schweren Waffen. Und da denke ich, dass die USA ein zweites Ziel verfolgen. Ein direkter Konflikt. NATO mit Russland schließen die USA aus. Einen direkten Konflikt
USA gegen Russland. Die USA könnten ja auch ganz normal einfach einen Angriffskrieg gegen Russland führen. Die sind praktisch zu Boden, zu Wasser und zu Luft, sind die hier in der Nähe der russischen Grenze, sind die präsent und können zuschlagen. Das machen die aber nicht. Die USA scheuen den Konflikt mit einer Großmacht. Abgesehen davon, dass die Russen Atomwaffen haben. Die USA haben noch nie eine Atommacht angegriffen. Könnte man nachlesen, haben die wirklich noch nicht gemacht. Deshalb will ja auch die USA nicht, dass der Iran Atomwaffen baut. Oder Nordkorea. Weil das wäre ja die A-Versicherung. Das will, die wollen die USA nicht. Ich denke aber, dass die USA den Krieg mit Russland trotzdem gesucht haben. Und den gab es auch schon mal, Freunde. Den gab es schon mal. Da war es genau umgekehrt gewesen. Das war Syrien. Syrien war ein Proxykrieg gewesen. Es ging um die Großmächte USA und Russland. Das war aber, ich weiß, es klingt ein bisschen bitter, aber das war halt nicht so krass gewesen, weil die halt nur bombardiert haben. Ich gehe auch davon aus, dass da auch Waffen geliefert wurden. Die USA, legale Waffenlieferungen, das hat auch Tradition. Und die Russen dann wahrscheinlich auch. Davon abgesehen, ich will nicht sagen, dass die Russen da besser wären. Die machen das nicht in dem Ausmaß wie den USA, aber sie sind auch nicht besser. Aber Syrien war, denke ich mal, sowas wie ein Prototyp für einen Proxykrieg. Die Ukraine ist jetzt aber Proxykrieg 1.0. Ich denke, Putin hat einen echt großen Fehler gemacht, diesen Krieg zu starten. Klar, die Amerikaner waren extrem aggressiv gewesen, was die militärische Bedrohung russischer Grenzen anging. Und ich denke, die USA hätten auch damit nicht aufgehört, nur weil Putin sich da beschwert oder sowas. Ich denke, die USA hätten das weitergemacht und Putin wusste das auch und deshalb hat er angegriffen. Freunde, was jetzt in unseren Medien steht, dass Putin Sowjetunion und dass er Hitler ist, jetzt ganz ehrlich, ich denke mal, auf diesem Niveau müssen wir nicht reden. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht thematisieren, dass ein großrussisches Imperium aufbauen will und so. Dass Putin jetzt verrückt ist, krank. Ich habe das ja mal so ein bisschen thematisiert. Ich glaube, inzwischen sind wir so ziemlich alles durch. Ne? Ihm geht's nicht gut, er ist geistig verwirrt, er ist alt, er ist größenwahnsinnig. Also unsere Presse ist da ja sehr kreativ und hat bisher auch nichts ausgelassen. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr alle reflektiert genug seid, um zu merken, dass diese Dämonisierungsstrategie ein alter Hut ist. Das wurde im ersten Golfkrieg wurde das gemacht mit Saddam. Im zweiten Golfkrieg wurde das nochmal gemacht mit Saddam. Wenn man auch merkt, die Amerikaner, die kaufen der Regierung in Washington auch echt alles ab. Und jetzt wird exakt das Gleiche mit Putin gemacht. Dass das also diesmal stimmt, was die Zeitungen so schreiben. Ne? Ich denke mal, das ist eher unwahrscheinlich. Ich glaube, das ist eine Dämonisierungskampagne. Und deshalb sollten wir uns auf Gründe konzentrieren, die einfach realistischer sind. Putin ist ein eiskalt berechnender Stratege, der auch geopolitisch denkt, so wie die USA. Und er hat entschieden, die Ukraine anzugreifen, um hier an der Stelle die USA zu stoppen. Das mit der Ukraine hat jetzt überhaupt gar nichts zu tun. Zelensky ist einfach nur eine Marionette. Der bekommt Kohle aus den USA, wurde von den USA aufgebaut. Ich weiß es nicht. Müsste man die CIA mal fragen. Die haben bestimmt ein paar Akten dazu, die noch unter Verschluss gehalten werden. In 20, 30 Jahren wissen wir vermutlich mehr. Ich denke aber, dass die ukrainische Regierung, die ist ja so dermaßen pro USA, bekommt ja auch aktiv, ihr habt den Betrag ja gehört, 2,5 Milliarden. Das ist richtig viel Geld. Da nochmal 1 Milliarde jetzt nur aus Deutschland. Und ich weiß nicht, wie viel bisher schon aus Deutschland geflossen ist. Hier geht es um wirklich richtige Summen. Und dann so erwarten, dass die ukrainische Regierung da komplett neutral ist. Ja, und die USA sind seit 2014 da schon aktiv. Also hier gibt es ganz, ganz starke Hinweise darauf, dass die USA die aktuelle Regierung Zelensky aufgebaut und finanziert haben. Und dass die Regierung Zelensky im Gegenzug das macht, was die USA erwarten. Nämlich Krieg führen gegen die Russen. Da passt das auch mit den 100 Milliarden, passt da gut rein. Die Forderung vorher von den USA, dass Europa, dass alle NATO-Staaten die Rüstungsausgaben erhöhen. Ja, weil, wie gesagt, Wettrüsten hat schon mal für Frieden gesorgt. Freunde, das passt da auch gut rein. Wir hatten erst eben den Prototyp Proxykrieg Syrien und jetzt haben wir nach dem Feldtest den richtigen Proxykrieg in der Ukraine. Ein Krieg zwischen den USA und Russland, ausgetragen in der Ukraine. Die USA pumpen die ganze Zeit von hinten Waffen und Geld in die Ukraine, während von der anderen Seite Russland versucht, die Ukraine zu erobern. Ein Kampf der beiden Großmächte. Die USA haben aber keinen Bock, das alles selbst zu bezahlen. Also die USA haben keinen Bock, ihre Geopolitik, die im Übrigen pervers ist, das will ich an der Stelle nochmal festhalten, selbst zu finanzieren. Da ja die Forderung, dass Deutschland eben aufrüsten soll, damit wir uns eben an den US-geschürten Konflikten beteiligen. Weil der Irakkrieg, den ja die USA größtenteils selbst finanziert haben, die war unglaublich teuer. Das hat den Staat richtig krass verschuldet. Natürlich sind da keine Ahnung wie viel US-Amerikaner massiv reich geworden. Ja, das sind ja auch Gründe, warum solche Kriege überhaupt stattfinden. Ja, die Rüstungsindustrie lässt gerade ja, die köpfen gerade eine Champagnerflasche nach der anderen. Um eben auf den Punkt zu kommen, und das wollte ich eigentlich in diesem Video, was schon noch viel zu lang ist, eigentlich aussagen. Ich denke, es ist ein USA-motivierter Proxykrieg, der halt in der Ukraine stattfindet. Und das wird auch erklärt, warum wir gerade diese extreme Eskalationspolitik fahren, die von Teilen unserer eigenen Politik gefordert wird. Wo ich mich frage, Leute, seid ihr wahnsinnig geworden? Und wo ich dann auch eben
unsere Medien, ja, NTV, T-Online, Springer sowieso, also Welt, Bild und was da alles dranhängt, wo ich die dann eher fragen müsste, auch die Autoren, die dann halt sowas schreiben, seid ihr wahnsinnig? Das ist purer Wahnsinn. Ist natürlich kein Wahnsinn, es sind Interessen. Es sind einfach Interessensgruppen, die von diesem Konflikt profitieren. Runtergebrochen. Der Kapitalismus ermöglicht das Ganze natürlich und fördert auch Interessensgruppen. Denn die Konsequenzen, deshalb meine ich, ist es ja Wahnsinn. Die Konsequenzen habe ich vorhin ja schon erwähnt. Ja, was passiert denn? Der Krieg wird jetzt schön ausgedehnt auf mehrere Jahre und am Ende ist die Ukraine komplett zerstört. Und dann nicht von den Russen, auch von den Verteidigern. Und das kann man sich immer ausmalen, dass wenn die USA und die Russland nicht aufeinandertreffen, in der Mitte, das wird alles zerbröselt. Und deshalb wird auch die Eskalationspolitik im Moment so hingenommen. Die USA natürlich befeuern das Ganze und fordern natürlich auch, dass alle mitmachen. Wir wissen ja nie, was im Hinterzimmer so alles passiert. Wir wissen aber, dass zum Beispiel die USA auch in Hinterzimmern Druck auf europäische Staaten ausgeübt haben, dass sie halt mit Huawei nicht mehr handeln, dass sie unsere Netze nicht ausbauen. Und da wird mit harten Bandagen gekämpft, Freunde. Die USA kennen überhaupt gar nichts, wenn es darum geht, ihnen ihre wirtschaftlichen oder geopolitischen Ziele durchzudrücken. Durchzuboxen wird wirklich. Und wie gesagt, das erklärt natürlich auch, warum Forderungen hier gestellt werden, deren Konsequenzen verheerend und nicht berechenbar sind. Verheerend für die Ukraine, nicht berechenbar, weil der Konflikt sich tatsächlich auf die EU ausbreiten könnte. Putin ist doch nicht vollkommen bescheuert. Das sieht ganz genau, dass der Westen gerade hier einen Proxykrieg in der Ukraine startet. Damit hat er vielleicht nicht gerechnet, weil ich weiß nicht, ob er wirklich angegriffen hätte, wenn er gewusst hätte, dass der Westen das hier als Proxykrieg da missbraucht. Dass der Westen also eine Front in der Ukraine aufmacht. Die Ukrainer werden bewaffnet, ja, die werden natürlich nur noch an der Front verholzt. Das ist klar, das sind Amerikanern, aber egal. Aber die werden mit modernster Technik ausgestattet. Deshalb auch die Forderung nach schweren Waffen. Sie hat richtig Schaden anrichten. Es geht ja nicht darum, dass die Ukraine sich verteidigt. Nein, es geht ja darum, dass die Ukraine dann auch die russische Armee zurückdrängt und möglichst vernichtet. Damit die Amerikaner nur mit dem Einsatz von Geld und von Material die russische Armee maßgeblich schwächen können. Damit wiederum Putin geopolitisch und strategisch weniger Möglichkeiten hat, weniger flexibel ist, weil er Schiffe verloren hat, weil er massenhaft Panzer verloren hat, weil er halt viele Soldaten verloren hat und dann nicht mehr so flexibel agieren kann, wie es halt könnte, wenn er eine intakte, gut ausgestattete Armee hätte. Während die Amerikaner aber auf der anderen Seite weiter aufrüsten. Die schicken ja mehr Truppen nach Osteuropa. Die kommen nicht zum Einsatz. Nein, die verändern aber das Machtverhältnis an der Grenze Russlands. Die USA rüsten immer weiter auf. Und Russland verliert Truppen in der Ukraine und es hört nicht auf. Der Krieg wird ja in die Länge gezogen. Die Ukrainer verlieren 2 Panzer und bekommen 5 Panzer aber aus dem Westen nachgeliefert. Klar, irgendwann hat die Ukraine mal keine Soldaten, aber auch da, für welche Grenzen werden wir dann noch kennen? Geben wir dann der ukrainischen Regierung Geld, damit die sich Söldner anwerben können aus dem Westen? Keine NATO-Truppen. Das sind Sicherheitsdienstleister. Die USA haben auch Söldner eingesetzt im Irak, damit man die eigenen Verluste senken kann. Es wird dann nur noch ein Arbeitsunfall. Und kein gefallener Soldat. Inwiefern ist denn das heute schon der Fall in der Ukraine? Da kämpfen ja bereits ausländische Kämpfer. Sagen sie, ja, das sind alles Freiwilligenbataillone. Okay. Oder werden die dann doch bezahlt? Geld genug haben die ja schließlich. Wie will man denn an der Front einen Söldner in Uniform unterscheiden zwischen einem ukrainischen Berufssoldaten oder einem Zivilisten, den Zelensky zwangseingezogen und an der Front verholzt hat? Kann man doch kaum noch unterscheiden. Zelensky kann auf, sagen wir wirklich, sehr viel ziviles Personal zurückgreifen, weil er den Männern die Ausreise verbietet ab 18. Da kann er zwangseinziehen ohne Ende. Der hat sehr viel Personal auf diese Art und Weise. Die Politik finde ich auch an der Stelle absolut pervers und menschenverachtend. Wird aber hingenommen. Und wir unterstützen das im Moment halt, indem wir die Regierung weiter supporten. Und auf der anderen Seite, wenn Zelensky auch die ganzen Zivilisten an der Front verheizt hat, kann er halt ausländische Söldner anwerben. Das Geld, wie gesagt, bekommt er ja aus dem Westen. Das sind ja Finanzströme, die im Moment nicht abreißen und es gibt ja auch kein Ende. Es gibt ja keine Obergrenze, die jetzt die deutsche Regierung in irgendeiner Art und Weise mehr definiert hat. Sagen, okay, wir schicken jetzt noch 1 Milliarde, dann hören wir auf. Und die Amerikaner haben es ja auch nicht angekündigt, die Unterstützung irgendwo einzustellen. Die können den Krieg so lange finanzieren, bis entweder Russland tatsächlich die Ukraine erobert, was ich jetzt aber für unwahrscheinlich halte. Putin scheint ja jetzt die Gebiete im Osten eher sichern zu wollen. Ich denke mal, dass er das will, die Gebiete im Osten sichern. Und dann einen Frieden anbieten. Und ich glaube, das sind echt alles Theorien, die ich hier kommuniziere. Ich sage nicht, dass es alles so sein wird oder so ist. Und ich glaube, dass Zelensky diesen Frieden ablehnen wird. Sein Dekret steht ja immer noch. Und er hat ja auch noch mal vor kurzem ankündigen lassen, dass die Regierung Zelensky vorhat, die Gebiete komplett zurückzuerobern, einschließlich der Krim. Und der Krieg geht halt einfach weiter. Bis halt Putin sich tatsächlich eben dann dazu entscheidet, okay, er schickt jetzt so viel mit einem Schlag, dass er wirklich die Ukraine komplett erobert und dann sichert.
dann ist der Proxykrieg vorbei und einen direkten Angriff der NATO wird es nicht geben. So kann der Krieg enden. Oder aber der Krieg endet, dass die russische Armee so massive Verluste hinnehmen muss, dass Putin sich komplett zurückzieht aus der Ukraine. Bei uns wird das dann als großer Sieg gefeiert und die Ukraine ist am Ende zerstört. Und es gibt massenhaft Tote auf beiden Seiten, wo ich mir denke, da gibt es gar nichts zu feiern. Und wir haben dann Blut in unseren Händen kleben. Und hier noch was von Melnik, da werde ich euch einfach mal Artikel der Frankfurter Rundschau verlinken. Und der ist aktuell, 20.04. Andriy Melnik ist streitbarer Botschafter der Ukraine in Deutschland. Seine politischen Äußerungen im Kontext Ukraine-Krieg kommen nicht überall gut an. Lest euch das einfach mal durch. Da kommt sein Nazi-Vergleich mit, könnt ihr euch vielleicht echt erinnern, Kai-Achim Schönbach. Botschafter Melnik fällt im Vergleich zum Nationalsozialismus auf. Es wird immer gesagt, ja, dass der ganze Nazi-Kram mit der ukrainischen Regierung, das sei alles erfunden und russische Propaganda. Dem würde ich auch folgen, wenn es halt tatsächlich keinen Hinweis darauf gäbe. Aber stattdessen, Freunde, ist es in der Realität so, dass es zahlreiche Hinweise darauf gibt. Na, als hier Kai-Achim Schönbach sich da rein aus militärischer Sicht geäußert hatte zu dem Krieg, wurde er sofort von Melnik angegriffen, wie das gute Diplomaten so machen. Und Melnik hat sofort die Nazi-Keule geschwungen. Dabei hat aber Melnik selbst das Grab von NS-Kollaborateur Stepan Bandera in München besucht und hat das auf Twitter noch publik gemacht. Der hat das Grab, also was soll ich denn dazu noch sagen? Bandera war echt ein krasser Kriegsverbrecher, der mit Hitler zusammengearbeitet und Juden umgebracht hat. Und der war antirussisch gewesen. Und der wird heute zu Teilen halt noch in der Westukraine verehrt, was irgendwo problematisch ist. Das ist ein Teil der Gesellschaft, ein Teil der Kultur. Damit muss man sich auseinandersetzen, bevor man die Ukraine einfach mit Waffen und mit Geld aufrüstet. Und Melnik hat ihn sein Grab besucht. Er ist halt offensichtlich ein Bandera-Verehrer. Und das ist extrem heikel. Da gibt es nämlich noch eine Sache. Ein Tweet. Mariupol wird mutig verteidigt. Und zwar vom Azov-Regiment. Jetzt verstehen Sie, warum die Russen sich in die Hosen machen, wenn sie das Wort Azov hören. Und warum der Kreml diese hässlichen Propaganda verbreitet hat, die auch in Deutschland gerne aufgegriffen wird. Ja klar, jetzt wird also Deutschland unterstellt, dass unsere Presse und unsere Politik zu dumm ist, um zwischen russischer Propaganda und tatsächlich nachprüfbaren Informationen zu unterscheiden. Wie gesagt, Melnik habe ich im letzten Video schon so oft nachgewiesen, Freunde, dass der keine moralischen Grenzen kennt. Der beleidigt Politiker, wenn die nicht in seine Propaganda passen. Der greift der Einzelperson, Politiker oder die Medien etc. Das ist dem vollkommen egal, der greift alle an. Und er kriegt kaum irgendeinen Satz raus, gerade wenn es um die Forderung nach Waffen geht, kriegt er kaum einen Satz raus, ohne Frauen und Kinder zu erwähnen, die halt in der Ukraine sterben. Zivile Opfer werden von dem Mann instrumentalisiert und missbraucht, um die Eskalation zu fördern mit schweren Waffen. Friedensverhandlungen hat der Mann noch nie gefordert. Und das Azov-Regiment, ein paramilitärisches Freiwilligenbataillon, steht seit seines Bestehens im Mai 2014, also als die pro-russische Regierung gestürzt und eine pro-westliche Regierung sich selbst installiert hat. International steht dieses Bataillon in der Kritik. Gegründet wurde es, um gegen pro-russische Separatisten im Osten der Ukraine zu kämpfen. Also ihr wisst schon, der Bürgerkrieg, den es nicht gibt. Das ist ein Freiwilligenbataillon, antirussisch, das gegen die Ukrainer in Osten der Ukraine kämpft. Freunde, das nennt man Bürgerkrieg. Und das ist eine Sache, die uns überhaupt gar nichts angeht. Und die Amerikaner nochmal, die haben 2014 direkt angefangen, da Geld und Waffen reinzupumpen. Doch gilt das Regiment als extrem nationalistisch. Einige Führungspersonen vertreten offene rechtsextreme Positionen, wie etwa der bereits als Vorkämpfer aufgetretene Andrei Bilecki, den politische Beobachter als Neonazi einordnen. Dem Regiment Azov wurden in der Vergangenheit bereits vermehrt Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen vorgeworfen. Ukraine-Krieg, extrem rechte Kleinstpartei, folgt Regiment Azov. Heldenhafter Kampf um die Freiheit ihres Landes. Die extrem rechte Kleinstpartei, der Dritte Weg, das schon vielleicht mal gehört, die sind auch zu hardcore, die Jungs, ist schon länger Unterstützer des Regiment Azov. Auf Telegram etwa sucht die Gruppe unter dem Motto Nationalisten helfen Nationalisten Unterkünfte für ukrainische Nationalisten. Azov selbst wurde laut einem Bericht der Taz als bewaffneter Arm der nationalen Bewegung in der Ukraine bezeichnet, der sich in einem heldenhaften Kampf um die Freiheit ihres Landes befinde. Ebenso als Azov-Unterstützer gilt laut eines Berichts des Deutschlandfunks die rechtsextreme identitäre Bewegung. Die hatte ich übrigens neben mir. Ich habe den ihre Flugblätter gelesen, Freunde. Diese mit 80 gegen die Wand gefahren. Identitäre Bewegung. Sowas ist schon gefährlich. Und Botschafter Melnik, der legt am 20. März noch einmal nach. Mariupol würde mutig verteidigt, und zwar vom Azov-Regiment. Ja, bezeichnet eben das, was gerade gesagt wurde, als hässliche Propaganda Russlands. Freunde, das ist das Gesicht Melniks. Mit dem Mann arbeiten wir zusammen. Die SPD ist jetzt dabei, sich mit dem Mann zu treffen, um sich zu entschuldigen. Die wollen sich mal aussprechen. Ne, weil wisst ihr ja, Melnik hat angefangen, die SPD zu beleidigen und hat sie verantwortlich gemacht für den Ausbruch des Krieges. Den Mann hat man einfach nur noch auszuweisen. Für solche Vorwürfe. Jetzt kommt die SPD angekrochen und will sich mit dem Mann versöhnen. Und er hat sich bereit erklärt, mit der SPD zu sprechen,
aber auch nur, wenn das Thema schwere Waffen wieder auf den Tisch kommt. Unfassbar, Freunde, wie unsere Politik vorgeführt wird. Und der Mann ist Botschafter und er führt die gesamte deutsche Politik vor. Und das vor dem Hintergrund, dass wir gerade Milliarden von Steuergeldern in die Ukraine pumpen und Waffen in die Ukraine pumpen, Freunde, in einen Konflikt, mit der uns nichts angeht. Und dass wir hier uns von einem Mann manipulieren lassen, der einen eindeutigen rechtsradikalen Hintergrund hat, der eigentlich erstmal untersucht werden müsste, damit wir wissen, mit wem wir zusammenarbeiten. Das ist nur die Frankfurter Rundschau. Also es ist nicht so, dass das Internet gerade voll davon ist mit diesen Berichten, mit diesen Informationen, die hier recherchiert wurden. Nein. Und ich bin auch nur darauf gekommen, weil ich das wiederum irgendwo in einem Kommentar gelesen habe. Ansonsten hätte ich das gar nicht erst mitbekommen. Ich verlinke euch diesen Artikel. Und Freunde, Melnik hat das auch getwittert. Mariupol wird mutig verteidigt. Und zwar vom Azov-Regiment. Mega rechtsradikal. Der wird von Melnik als mutiger Verteidiger hier betitelt. Jetzt verstehen Sie, warum die Russen sich in die Hosen machen, wenn sie das Wort Azov hören. Auch hier nochmal, ne, die Kommunikation auf Kindergartenniveau. Schon so oft vorgekommen. Okay, es reicht, Freunde. Also, Essenz eben aus dem Video. Ich denke, dass mit der Ukraine und auch wenn ich halt Melniks Forderungen, das alles, dass die ukrainische Regierung selbst null Interesse an Frieden hat und eben wie die USA sich im Moment verhalten. Ich denke, es ist ein Proxykrieg, der hier in der Ukraine ausgetragen wird. Das heißt, es ist ein Krieg USA gegen Russland, wohlgemerkt. USA gegen Russland, nicht Russland gegen die USA. Warum? Weil der Krieg an den Grenzen Russlands stattfindet. Der Krieg findet nicht an der Grenze der USA statt. Dann wäre es ein Krieg Russland gegen USA. Alle Quellen unten in der Videobeschreibung. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Recherchiert das Ganze mal nach. Und dann auch im Hinterkopf meine Theorie des Proxykrieges, der im Übrigen auch Deutschland nichts angeht. Wir haben hier nicht finanziell die Interessen der USA mitzutragen. Wir müssten das Gegenteil machen. Wir müssten geopolitische Interessen der USA gegen Russland eigentlich boykottieren, Sanktionen gegen Washington verhängen und Zelensky irgendwie dazu bringen, sich an einen Tisch zu setzen mit Putin und nicht zur Eskalation beitragen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Video. Ciao. Alle Quellen in der Videobeschreibung, dürfte klar sein.